Herzlich willkommen zu einem kleinen Experiment. Es ist ein bisschen eine Fortsetzung zu etwas, das letztes Jahr im Herbst mal ausprobiert wurde. Und man sieht zumindest die Hälfte der Gesichter auch wieder von damals. Aber für alle, die ganz neu einsteigen, inklusive unserer zwei neuen Mitspielerinnen, fassen wir doch einfach mal alles ganz von vorne zusammen. Zunächst willkommen auf dem Kanal von ARD Alpha. Wir sind hier dementsprechend auch damit betraut, Informationen zu vermitteln und Bildung zu bringen. Und wir werden unser Bestes tun, aber natürlich dabei auch vielleicht unterhaltsam zu sein. Und das Ganze ist im Auftrag von BR Next, beziehungsweise dem Bayerischen Rundfunk, der öffentlichen Landesrundfunkanstalt in Bayern. Ich glaube aber, alle wissen, ja, der Bayerische Rundfunk ist, ich habe das Gefühl, die sind landesbekannt, wenn nicht sogar in ganz Europa. Und was wir hier heute machen, ist, dass wir ein Pen and Paper spielen. Campodunum, die Suche nach dem Keltenfürsten. Und es gab gerade schon Grüße aus Kempten im Chat. Das heißt, ein paar Leute wissen auch, was Campodunum ist. Oh, worüber ich mich sehr freue. Und was ist ein Pen and Paper? Ist vielleicht die erste Frage. Wir spielen hier gemeinsam ein Erzählspiel, bei dem hin und wieder, wenn Gefahr im Verzug ist oder wenn etwas schief geht, es zumindest unterhaltsam werden könnte, Würfel geworfen werden, um zu entscheiden, wie es weitergeht. Dabei werde ich die Welt beschreiben und alle der Leute, die darin leben. Und meine vier Gästinnen werden jeweils eine Rolle übernehmen. Und sie sind mit dieser Rolle auch schon ausgezeichnet, gekennzeichnet, quasi gestempelt in unserem Layout hier. Aber wir gehen sie mal durch und reden auch über ihre bürgerliche Identität. Ich würde sagen, wir fangen mal an mit Valio, unserem keltischen Krieger, gespielt von Stefan Bliemel, auch bekannt als Steinwallen, Streamer und Historiker und jemand, dem ein keltischer Bart wirklich ausgezeichnet stehen würde. Das ist, also ich würde es auf jeden Fall mit großem Respekt bekunden, wenn du das die ganze Zeit durchhältst bei dem Wetter, mit diesem wunderbaren Schnorres anzukleben. Man hört dich nicht. Ein Bart Jetzt! sagt mehr als tausend Worte. Jetzt bin ich zu hören? Ich glaube, jetzt solltest du zu hören sein. Gut, ihr habt den Bart gesehen. Ich wollte kurz kundtun, so sehe ich eigentlich aus als Valio. Aber es hat nur 8 Minuten gehalten. Aber bis Dienstag habe ich vielleicht noch eine zweite Chance. Danke für die Vorstellung. Okay. So. Das Ton. Jetzt hört man sie. Jetzt ist gut. Jetzt ist laut. Kein Ton. Es ist sehr verwirrend. Also, ich sehe, dass du Ton machst. Es sollte auf jeden Fall Ton am Ende auch geben bei den Leuten da draußen. Aber lasst es mich gerne weiter wissen. Es passt alles. Gut. Hervorragend. Das ist der Stefan als Valio. Valio ist ein keltischer Krieger. Er ist nicht mehr in den allerbesten Jahren. Und er hat einen Auftrag, dem er nachkommen wird. Zwischen dem Lager von Römern und Kelten, die wir hier beide vertreten haben werden, befindet sich der Charakter Erin, eine gallorömische Händlerin, die in Campodunum sitzt. Und gespielt wird sie von Sophia Katz, Moderatorin, Künstlerin, Streamerin, YouTuberin. Hi, Sophia! Oh, danke für die liebe Einführung. Hi. Und warum hast du dich für gallorömisch entschieden, für quasi beides? Ich fand das ganz interessant, also einfach kulturell zwischen den Stühlen zu sitzen. Ich kann mich generell einfach schlecht entscheiden. Machen wir es doch nichts vor. Weil hier jetzt was vom Pferd erzählt. Nein, ich konnte mich schwer entscheiden und dachte so, das ist doch super. Dann kann ich mich in beides so ein bisschen einlesen und ja, krieg mehr mit. Das werden, ich bin gespannt, einlesen, das ist schon vielversprechend. Ich glaube, wir haben alle ziemlich viel gebüffelt die Wir letzten haben es Tage. versucht, aber es gibt so Ja, natürlich. viel. Das Gute daran ist, dass wir am Ende der Sitzung auch noch mit ExpertInnen reden werden. Da werde ich gleich auch kurz noch was zu sagen, wenn wir mit der Vorstellung fertig sind, die uns dann alles erklären können, was wir vergessen haben oder verwechselt haben. Wieder ganz aus der keltischen Ecke, beziehungsweise so ein bisschen Grenzgängerin, war schon in Campodunum, war dann wieder bei einem vendelischen Stamm außerhalb des Römischen Reiches, ist der Charakter Lunea.
Lunea, die keltische Seherin, wird gespielt von Lisa Grimm, Autorin, Streamerin und hin und wieder auch mal eine Pen-and-Paper-Spielleiterin. Reden wir da nicht drüber. Hi. Das heißt, du bist heute mit Valio unsere keltische Dependance sozusagen. Ja, es gab die Option, eine Priesterin zu spielen. Wie konnte ich da Nein sagen? Wäre möglich gewesen, aber sagen wir so. Es ging ziemlich schnell auf mit dem, wer welche Rolle spielen wollte. Der vierte im Bunde, Iulus Spurinus Fronto. Ein großartiger Name, ein Nomen, der Familienname und ein Kognomen. Und damit ganz eindeutig römischer Bürger und von seiner Illustration her vielleicht nicht immer der glücklichste römische Bürger. Wird gespielt von Florentin Will, Moderator, Schauspieler. Man kennt ihn aus Film, Funk und Fernsehen, hätte man früher, glaube ich, gesagt. Und auch durchaus aus Rollenspielen. Zusammen mit Stefan warst du letztes Mal, als wir für den Bayerischen Rundfunk gespielt haben, auch schon dabei. Genau, ja, danke schön, dass ich wieder eingeladen wurde. Freut mich. Ich habe auch gerade festgestellt, dass ich genauso viele Namen habe wie alle anderen drei zusammen. Ja. Also das heißt schon mal was. Ich war tatsächlich, ich muss auch einiges nachholen heute, denn ich war damals in meiner Klasse der Einzige, der nicht mit Latinum Latein abgelegt hat. Ich war der Einzige, der eine 5 in der Klasse hatte, alle anderen 4 oder höher. Das heißt, ich hatte als Einziger Latein gehabt, viele Jahre in der Schule, aber nicht mit Latinum abgelegt. Da muss ich heute noch viel nachholen und ich bin bereit, viel zu lernen. Habe aber noch nicht so wahnsinnig viel gebüffelt, wie Mari angedeutet hat, aber ich erlebe das eher, als es nur zu lesen. Das muss ja auch keiner wissen. Es wird niemandem hier verlangt, Lateinisch zu können. Und du bist auch aus, gut. Du bist auch aus Rom verbannt worden. Das hat vielleicht auch seine Gründe. Das stimmt, genau. Ich hatte ein tolles Leben voller Ansehen, Ehre und Wohlstand, aber das hat sich geändert und jetzt hänge ich mit euch rum. Und arbeitest mit Erin zusammen in Cambodunum. Freust dich über deinen tollen Arbeitsplatz auch, Florentin, ne? Ja, danke, ja. Chefin. Ja, danke. Gut. Wie schon angedeutet, am Ende der Session werden wir heute mit ExpertInnen sprechen, und zwar von zwei Doktores aus dem archäologischen Park Cambodunum, die also tatsächlich dort sitzen, wo wir jetzt in der Vergangenheit spielen. Und Cambodunum ist das Wort, das damals für das heutige Kempten verwendet wurde. Aller Wahrscheinlichkeit nach heißt es einfach so viel wie der Ort, da wo der Fluss krumm ist. Ein an der Illa gelegener Ort, vermutlich damals Ilara geheißen. Das ist alles mit einer gewissen Unschärfe zu sehen, was das bedeutet und wie genau das war. Aber das werden uns die beiden heute Abend noch genauer erklären können. Und Maike und Johannes, die dann dazu stoßen. Und ihr könnt, wenn ihr Fragen habt zu dem, was wir hier tun, wie realistisch ist das, war das wirklich so, haben die Leute das tatsächlich so gemacht, wie sahen die Klamotten aus, wie heißt das eigentlich, woher weiß man das, glaube ich, die wichtigste Frage und die mich auch sehr viel umgetrieben hat, könnt ihr das mit Ausrufezeichen Frage in den Chat packen, dann wird das gesammelt oder einfach dranbleiben, bis wir so um 21 Uhr an, dann erweitern unsere kleine Runde hier. Und dann mit den beiden auch ein bisschen plaudern, wie es denn so war. Sind denn ansonsten alle bereit? Ja, kurz mal zum Zeitplan. Hieß es nicht 22 Uhr oder bin ich da im falschen Film? 19. Wir fangen um 7 Uhr an. 22 Uhr, du hast recht. 21.45 Uhr kommen Sie mit in den Chat. Vielen Dank. Okay. Rechnen. Eine Grundaufgabe, der ich mich offensichtlich nicht gewachsen fühle. Aber um so um 22 Uhr, nach 3 Stunden Spiel ungefähr, werden wir mit den beiden uns noch über ja, die Archäologie und den Einblick in die Realität der Antike befassen. Und die Antike, die wir ausgesucht haben und die wir uns bewegen, ist das Allgäu, ist Kempten, Cambodunum zu diesem Zeitpunkt vermutlich die Hauptstadt der Provinz Raetia von Raetien. Wir gehen einfach mal davon aus, dass das so ist und dass dort der Prokurator sitzt, der in Vertretung des Princeps, des Herrschers Roms, diese Provinz für ihn verwaltet, dort Leute anstellt, dafür sorgt, dass die Steuern eingetrieben werden und dass die Städte nicht abbrennen, dass die Straßen sicher sind und dass alles soweit geregelt wird. Das ist eine Aufgabe, die sehr weit gefasst werden kann.
und die dennoch im Zivilen ist, wobei gleichzeitig auch sehr viel Militärisches aktuell geschieht. Denn zu dem Zeitpunkt, wo wir spielen, und das ist ein Jahr, das vermutlich nur die Römer gezählt haben werden, und für die Kelten ist es irgendwann, beziehungsweise wir wissen nicht, wann das für sie wäre. Es ist das Jahr 843 ab Urbe Condita, nach der römischen Zeitrechnung, also seit der mythischen Gründung Roms. Und wir würden sagen 100 nach Christus. Nun ist Christus zu dem Zeitpunkt den Römern herzlich egal, noch insofern. Wir sind im 9. Jahrhundert der Republik, die keine mehr ist. Es herrscht Kaiser Nerva Traianus Augustus, der uns als Trajan bekannt sein wird, der Adoptivsohn des Nerva, der wiederum mit einigem Ärger hat aufräumen müssen, nachdem das letzte Jahrhundert geprägt war, durchaus von Jahren, wo schon mal 4 Kaiser versucht haben, gleichzeitig zu herrschen, welche, die durch einen Aufstand abgesetzt werden mussten. Aber es scheint so ein bisschen, als sei das Reich aktuell wieder in sicherem Fahrwasser. Und dieser Kaiser Nerva Traianus Augustus, oder kurz Trajan, hat offensichtlich vor, das Reich zu erweitern. Der Limes im Norden entlang der Donau und dann ein Stückchen weiter nördlich weiterverlaufend, rüber dann nach Germania Superior, wird mehr gesichert, Truppen werden verlegt und es scheint so, als habe der Kaiser, der auch persönlich den Limes inspiziert hat vor einem Jahr oder 2 Jahren, vor, bei den Dakern vorbeizuschauen im Osten und dort für Ruhe zu sorgen und das Reich zu erweitern. Das sind alles die Dinge, die vor allen Dingen Erin und vor allen Dingen auch Iulus Spurinus Fronto beschäftigen. Eine Erweiterung des Reiches bedeutet, dass auch eine Menge Dinge sich verändern könnten, dass vielleicht Schicksale neu gemischt werden, möglicherweise jemand beide Augen zudrückt oder jemand, der dir Ärger machen könnte, seinen Posten wieder verliert in Rom. Dinge könnten sich ändern. Das heißt, man hält ein Auge auf den Nachrichten, die ausgerufen werden. Und für Erin bedeutet das militärische Bewegungen. Da sind eine Menge Leute, die vielleicht lauter Kleinigkeiten bräuchten. Silberne Zahnstocher, kleine Löffelchen, um den Ohrenschmalz herauszupicken und andere Dinge. Kleine Siebkännchen und dergleichen, um sich den Wein mit Gewürzen zuzubereiten. Soldaten brauchen so etwas ohne Ende. Nägelchen für die Schuhe. Und in die andere Richtung werden vielleicht eine Menge Sachen vom Wagen fallen, die man an die Kelten und die Germanen verkaufen kann, was mehr oder weniger Erins Einkommen ist, seitdem ihr Mann von uns gegangen ist. Tragisch. Das wissen allerdings nicht so wirklich Valio und Lunea. Als diese sich aufmachen im Auftrag ihres Fürsten, dem Herrscher der Rucinates. Die Rucinates sind Kelten, die außerhalb des Limes leben, aber sie gehören zu den Vindelikern, nach denen unter anderem Augusta Vindelicorum benannt ist. Eine Stadt, die möglicherweise in Zukunft Campodunum den Rang ablaufen wird. Das heißt, ihr habt eine Menge Leute, die mehr oder weniger die gleiche Sprache sprechen, mit denen ihr Verwandtschaft hegt und von denen ihr überzeugt seid, dass ihr schon irgendwie mit denen was zu tun habt. Auf der anderen Seite der Grenze, der Limes läuft einmal hindurch, aber ihr seid im Freien, wenn man das so betrachten will. Und ihr wisst nur, dass die Grenze verstärkt worden ist, aber dass sie für euch durchaus noch offen ist, denn ihr gehört zu denen, die als friedlich angesehen werden. Im Gegensatz zu den allermeisten Germanen. Und euer Auftrag im Namen des Fürsten der Rucinates ist es, jemanden zu suchen. Venimo, der Sohn eures Fürsten, ist vor 8 Tagen in Richtung des Limes aufgebrochen. Es heißt vermutlich auf der Reise nach Campodunum. Und ihr habt die Aufgabe, ihn zurückzuholen. Denn der Fürst ist nicht mehr der Jüngste. Und es ist entscheidend, dass ein junger Krieger, der von ihm abstammt, vorhanden ist, um zu verhindern, dass es einen Nachfolgestreit gibt. Ihr nähert euch also von Norden zu Pferde. Schließlich seid ihr beide nicht von geringstem Stand. Valio als gedienter Krieger, der auch aus der Leibgarde seines Fürsten stammt, Lunea als Priesterin und natürlich auch mit einer Zuwendung zu Epona, der Königin und Göttin der Pferde und der Pferdezucht. Einem Castellum, das in den Limes eingelassen ist und wo tatsächlich einiges geschieht, als ihr an diesem Tag euch nähert, im Spätsommer, beginnenden Herbst. Es ist noch ein warmer Tag
Und ihr seht, dass zahlreiche andere Leute mit Karren, mit Maultieren, mit Eseln, mit Kindern auf dem Rücken, mit Waren, die in Kisten und Kiepen und dergleichen abgestellt sind, dort anstehen, mit Wachen diskutieren und mit einem Mann in einem roten Mantel, der eine seltsam geformte Lanze trägt, der teilweise Dinge begutachtet, Leute durchwinkt, Befragungen anstellt und Übersetzer neben sich stehen hat, um das Ganze zu klären. Das ist eure erste Begegnung mit Gut. dem Eintritt in das Römische Reich. Eine kurze Nachfrage. Der Sohn scheint also schon erwachsen zu sein. Das finde ich jetzt noch wichtig. Der Sohn ist ein junger Erwachsener. Ja. Okay. Der zählt so 18 Sommer. Der hat sich schon durchaus auch ein bisschen verdient gemacht bei kleineren Überfällen und Streitereien. Und er ist durchaus bekannt dafür, dass ihm der kleine Fürstenhof zu klein ist. Die Festung, von der aus euer Fürst regiert und wo auch die meisten Opferhandlungen und dergleichen durchgeführt werden, mit ihrem doppelten Wall, der schon bessere Tage gesehen hat, auf einem Hügel gelegen, scheint ihm doch ein bisschen armselig im Vergleich zu dem, was er sieht, wenn er nur ein paar Tagesreisen entfernt ist nach Süden. Gut. Wie nähert ihr euch denn der ganzen Anlage? Lunea, ich glaube, ihr wart schon in Campo Dunum. Ich kenne mich hier kaum aus. Können wir hier einfach durchmarschieren? Ich wüsste nicht, was dagegen spricht. Nun gut, dann versuchen wir unser Glück. Ja, wir reiten einfach stolz und frei an dieses Tor. Ja. Euch tritt der Mann, den ihr schon beobachtet habt, mit der großen Lanze, die eine seltsam doppelgeschweifte Form hat, entgegen und hebt die Hand zu einem Gruß und dann zu einer entschiedenen Geste, als er sich euch in den Weg stellt und euch auf Lateinisch anspricht. Zunächst streng, aber freundlich und... Lunea, die zumindest grundlegend das Lateinische ein paar Worte beherrscht, versteht, dass er fragt, wer ihr seid und wohin ihr wollt. Ich übersetze das. Mhm. Und würde uns dann jetzt vorstellen, oder nicht wahr? Ja, ich würde uns vorstellen. Der hört dir zu, scheint ein bisschen Mühe zu haben, mit deinem Akzent klarzukommen und spricht dann sehr langsam und betont laut, wie du es schon öfters erlebt hast mit den Römern. Und er ist noch nicht auf Griechisch ausgewichen, das ist das andere, was du mitbekommen hast, was sie häufig versuchen, wenn sie jemanden nicht verstehen. Aber er beginnt damit, dass er dann, ihr seid also Vindeliker? Genau, und wir sind auf der Suche nach jemand Wichtigem. Wann ist diese Person denn hier entlang gekommen? Verstehst du? Gekommen. Wann? Wie viele Tage? 8 Tage. Ich spreche ebenso langsam und betont deutlich zurück. Siehst mehrere von den keltischen Leuten, die dort auch anstehen und Einlass begehren, die so die Hand leicht heben, um ein Lächeln oder dergleichen dahinter zu verbergen. Er schnauft leise, holt ein... 2 Holztäfelchen von seinem Gürtel, klappt die auf, macht sich Notizen mit einem kleinen Bronze-Kniffelstabchen darauf. Vor 8 Tagen. Es gab einen... 8. 8. Ein keltischer Krieger, Vindelica, vor 8 Tagen. Ja. War hier. Ihr seid hier richtig. Ist er in die Stadt gegangen? Nach Süden. Süden. In Süden. Nach Süden. Er winkt einen von den Kelten heran, der offensichtlich ins Vertrauter gilt. Tauscht mit dem kurz ein paar Worte. Sind das Vindelica? Erkennst du den Schmuck, den sie tragen? Verstehst du, was sie sagen? Sind wir uns da sicher? Gut. Ihr könnt einreisen. Vielen Dank. Ihr seid Peregrini. Ihr seid Reisende. Es gilt römisches Recht. Versteht ihr das? Ja. Ich nicht Peregrini, ich Rucinatus. Soweit habe ich verstanden. Er wollte mir irgendwie Namen anhängen. Er nickt zu Valio, begutachtet den. Wendet sich dann an Lunia, die offensichtlich wenigstens ein paar Worte versteht. Macht ihm verständlich, dass er nicht einfach hier Leuten Köpfe abschlagen kann. Ja. Gut.
Denn dann unterliegt der römische Rechtsprechung. Und wenn ihr einem römischen Bürger den Kopf abschlägt, wird das auf euch alle zurückfallen. Wir haben uns verstanden? Ja, verstanden. Dann sei euch die Einreise gewährt. Bitte. Vielen Dank. Er winkt euch durch. Valio, wir dürfen keine Menschen töten. Mhm. Nun gut, das werden wir sehen. Ob wir das brauchen. Also, Venimo, das ist unser Ziel. Aber gut, gab es irgendwie Ärger? Das hat ja so lange gedauert. Die Römer reden wohl so viel. Das ist einfach eine sehr komplexe Sprache. Er wollte wissen, wo wir hingehen, wer wir sind. Ich habe ihm erklärt, wen wir suchen. Und er meinte tatsächlich, er ist hier durchgekommen vor 8 Tagen. Also wir befinden uns auf dem richtigen Weg. Nun gut, dann auf. Eure Reise ist erstaunlich wenig beschwerlich. Die Römer haben Straßen angelegt, die von regelmäßig tatsächlich auch kleineren Orten gesäumt sind, wo man eigentlich immer auch etwas zu essen und zu trinken finden kann. Ihr habt durchaus auch etwas römisches Münzgeld bei euch, das hier üblicherweise gebraucht wird und mit dem ihr dann Unterkunft und auch Essen bezahlen könnt. Man will natürlich nicht, dass ihr ärmlich dasteht vor den Augen aller anderen. Und so führt euch eure Reise nach Süden schließlich eine ganze Weile an der Ilara heran, bis ihr euch dem Ort nennt, der als Cambodunum bekannt ist. Und wo ihr gesagt bekommen habt, dass ihr euch an eine Frau namens Eirin wenden soll, die Vindelikerin ist, aber einen Römer geheiratet hat und sowohl eure Sprache als auch die der Römer spricht und Kontakte habe. Und sie könne euch wohl weiterhelfen auf der Suche nach eurem abhanden gekommenen Fürstensohn. Die Beschreibung, wo sie wohnt, fandet ihr seltsam. Es ging um eine Insel, soweit ihr das verstanden habt. Lunea erinnert sich daran, dass die Römer Siedlungsgruppen auch als Inseln bezeichnet, so seltsam das ist. Aber dass man sich wohl einfach durchfragen könne in der Stadt. Auch wenn für Valio vermutlich ziemlich unvorstellbar dort Leute leben sollen in einer immensen Zahl, die sich so auf 2.000 bis 3.000 beläuft. Und es schwierig im Kopf umzusetzen ist, zunächst einmal. Und als ihr euch Cambodunum nähert, ziehen an euch rechts und links kleinere und größere Gehöfte vorbei. Es gibt Felder, auf denen der Flachs blau blüht. Es gibt auch welche, auf denen Rinder stehen. Leise bimmeln einzeln die Glocken von Leitkühen irgendwo in der Ferne. Ihr seht Leute sowohl an der Straße, wo Ausbesserungen gemacht werden, als auch auf den Feldern schuften mit Schaufeln und Hacken in den Händen. Und dann kündigt sich die Stadt selber an, dadurch, dass sie an Gräbern und Müll vorbeikommt. Ich rümpfe die Nase. Boah, stinkt ja hier. Tatsächlich sind hier Abfälle zwischen den Gräbern gelagert. Ihr seht auch jemanden mit einem Karren aus der Stadt kommen, auf dem Schlachterabfälle in großen Stapeln und andere Dinge gestapelt sind. Und gleichzeitig jemand laut von einem der Gräber her schimpfen. Das ist eine wilde Mischung mit eingesträumten lateinischen Wörtern, aber vieles davon ist tatsächlich ein keltischer Dialekt, der von den Vindelikern gesprochen wird, und dass sie die Leute beschimpft als dreckige Hunde, die den Unrat hier abladen, sie sollen das runter zum Fluss bringen, und wedelt wild mit einem kleinen Besen, mit dem sie, oder mit einer Hake, mit dem sie dort gearbeitet hat. Und ansonsten sind rechts und links Steine aufgestellt und kleine Einfriedungen, teils aus Mauern, teils aus geflochtenen Zweigen, die kennzeichnen, dass hier die Leute bestattet sind. Warum sie das unbedingt an der Straße sein müssen, ist eine gute Frage. Dort, wo ausgerechnet auch der Mist abgeladen wird. Und die Stadt selber, auch zu eurer Überraschung, hat keine Mauer. Keine Einfriedung, keine Befestigung, sondern die liegt unwehrhaft einfach so in der Landschaft gelegen. Fast malerisch, abgesehen von dem Gestank, der euch gerade in die Nase steigt. Mit Gruppierungen von Gebäuden, ein größerer Bereich, den seht ihr links vor euch, vor der eigentlichen Stadt, der eingefriedet ist und wo Leute davor einherschreiten auf einem kiesgeschütteten Pfad, die sich unterhalten. Voraus Wohnhäuser, von denen teilweise auch Rauch aufsteigt, obwohl es so kalt gar nicht ist, aber vielleicht ist dort Handwerk. Und vor der eigentlichen Stadt auch nochmal eine Reihe von niedrigeren Gebäuden, wo ihr das Geräusch hört von Leuten, die drechseln, die schnitzen, die arbeiten. Und dann betretet ihr am Vormittag dieses schönen Spätsommers, Herbsttages, der kühl begonnen hat, aber jetzt langsam eine angenehme Wärme entfaltet, Cambodunum.
Und zur gleichen Zeit klopft es bei Erin und deine Nichte, die du gleichzeitig in Ausbildung hast und die dir als Kammerbedienstete zur Hand geht, steckt ihren Kopf herein, Senia. Ich habe mich schon darum gekümmert, dass die Sendungen, die ihr vorbereitet hattet, rausgehen an eure Partner. Es gibt eine Einladung an einen Vertreter, den ihr zur Schola der Fernhändler schicken wollt. Und wolltet ihr heute euren Berater sprechen? Ich glaube, der ist auch eingetroffen. Na, eingetroffen ist, soll er gerne kommen. Vielen Dank, Senia. Bitte. Braucht ihr noch Hilfe beim Ankleiden? Wasser zum Waschen? Irgendetwas? Wenn du mir kurz helfen könntest, die dritte Kutte über mich zu werfen? Mir tut der Arm heute so weh. Oh, was habt ihr gemacht? Sie kommt herein und fängt an, sorgfältig das Kleidungsstück in Falten zu legen, rückt die Fibeln, die an den Schultern. Vielen Dank, das ist sehr lieb. Ich glaube, ich habe einfach nur schlecht geschlafen. Sehr gut. Sie klopft die Falten unter deinem einen Arm zurecht, bevor sie den Stoff dann wieder über die andere Schulter legt. Solltet ihr dann vielleicht einen Arzt aufsuchen? Nein, ich denke, das ist nicht nötig. Vielen Dank. Oh, und die angekündigte Ala hat ihr Feldlager südlich der Stadt aufgeschlagen. Tatsächlich? Also, nun... Haben wir bereits Kontakte dahin? Ich weiß es nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob die Leute, die ich kannte, die angeheuert haben, dort noch dabei sind. Aber ich könnte hinlaufen und fragen, ob das möglich ist. Soll ich das tun? Wenn ihr euch mit anderen wichtigen Dingen beschäftigt. Und sie legt die Fingerspitzen an die Schläfen, um etwas auswendig Gelerntes wieder aufsagen zu können. Das Mädchen kann nicht schreiben, wie viele. Die Ala Secunda Flavia Melaria Pia Fidelis Alexandriana, die lagert dort. Und ich weiß, dass jemand aus der Familie meiner Mutter da dort im Gefolge war. Aber gut, ich mache mich dann auf und finde raus, ob die noch da sind. Vielen Dank. Und sie eilt die knarzende Holztreppe runter, unten im Eingangsbereich deines Wohnhauses, das Teil dieser Insula ist, an Iulus Spurinus Fronto vorbei, der dort sitzt, im Innenhof neben einer kleinen Zisterne, die dort das Wasser beinhaltet und damit auch für eine angenehme Kühle sorgt. Der Nebenraum wiederum ist beheizbar mit einem Hippokaust, falls es einem zu kalt wird. Und du sitzt da, das Mädchen kommt herunter. Ah, die Herren, die Domina ist gleich da. Ich habe noch andere Aufträge. Kann ich euch noch irgendetwas zu trinken bringen, Herr? Ah, ein Schluck Wasser wäre ganz gut. Oh, sicher. Worum geht es denn? Brechen wir auf? Oh, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ah, die Ala Secunda Flavia Miliaria Pia Fidelis Alexandriana, sagt sie auswendig auf, lagert südlich der Stadt und wird wahrscheinlich die nächsten Tage dort sein, um Vorräte nachzuholen und dergleichen. Und ich bin mir sicher, dass die Herren, die Domina, da höchst interessiert dran wäre. Vielleicht ein paar... Ich soll Dinge in die Wege leiten. Soll ich für euch noch etwas erledigen? Was bedeutet das denn genau? Was ist das denn für eine Einheit? Es ist eine Reitereinheit. Es sind größtenteils tatsächlich Kelten. Keltoi, die Vindelica und andere Stämme, die für die Römer streiten. Und sie wird gerade nach Norden an die Grenze verlegt. Weißt du, aus welchem Grund? Was ist das Ziel davon? Nun, die Leute auf dem Forum sagen, dass das Ziel ist, dass die Grenze gesichert sein soll, wenn der Herrscher nach Osten hin die Daker überfällt. Geschieht ihnen recht, sag ich. Ja, ganz recht. Da braucht man gute Leute bestimmt. Sehr gut. Dann schauen wir uns das mal an. Gut. Ich bin dann... zu trinken. Sie eilt noch hin und her. Du bekommst tatsächlich auch ein Brett mit ein paar Kleinigkeiten, die man essen kann. Käse aufgeschnitten und geräuchertes Fleisch hingestellt. Und dann eilt sie davon mit klappernden Schuhen. Und wir sind ganz... Ari, darf ich ganz kurz was fragen? Selbstverständlich. Kannst du mir ganz grob zusammenfassen, was ihre Antwort war, nachdem ich gesagt habe, dass ich sehr interessiert daran bin, zu wissen, was bei der Stellung da hinten passiert, weil bei mir hat das Internet ausgerechnet in dem Moment irgendwie... Mega dumm, aber. Ach so.
Sie hat gesagt, dass die ALA, eine Reitereinheit, da jetzt gelagert für mehrere Tage. Wahrscheinlich werden die dann Vorräte wiederum ankaufen, bevor sie weiterziehen nach Norden. Mhm. Und dass sie jemand aus der Familie ihrer Mutter kennt, die, eine Person, die dort im Gefolge ist, in die sie vielleicht fragen könnte, ob man da was erreichen kann. Okay, super, danke schön. Und zu diesem Zeitpunkt erreichen Valio und Lunea tatsächlich die eigentliche Stadt. Da ihr von Norden hereinkommt, liegt zunächst rechts vor euch der Tempelbezirk, der an einer Anhöhe endet. Also seine Rückseite ist quasi diese Abbruchkante, die runter zum Fluss führt, zu der Ilara. Ihr habt einen wunderschönen Ausblick von dort, kurz bevor ihr in die Stadt einreitet, hinunter auf das Flusstal, den Fluss, der sich dort schlängelt zwischen Kies und die zweiteilige Brücke, die hinüberführt, um nach Westen weiter zu führen zu dem großen See, der dort liegt. Und seht die ganzen kleinen Tempel, die in diesem Bezirk stehen, wie winzige Häuschen dort angeordnet und auch dicken, fetten Rauch aufsteigen. Vermutlich hat dort jemand ein Opfer dargebracht. Und ansonsten liegen vor euch seltsam zusammengestückelte Häuser. Große Brocken an Häusern mit feinen, ja, verputzten Wänden, wo teilweise Schriften aufgebracht sind, die darauf hinweisen, wer dort wohnt und was dort angeboten ist. Und wo eine ganze Reihe verschiedener Läden offensichtlich auch existieren, die so mit Säulengängen geschützt ihre Fenster und ihre Eingänge geöffnet haben, wo alles Mögliche feilgeboten wird. Und das heißt, dass es hier auch ein Stimmengewirr gibt von Leuten, die unterschiedlichste Sachen anbieten, sich gegenseitig beschimpfen, ihren Wein anpreisen, ihr Öl oder ihr Garum oder andere Soßen, die für die Römer offensichtlich absolut lebensnotwendig sind, um überleben zu können. Lunea, was meinst du? Ich sehe hier gerade, hier wird zu den Göttern gebetet. Ich glaube, das ist ein guter Moment, vielleicht auch ein kleines Opfer den Göttern zu bieten. Ich glaube, ich sehe da einen Epona-Tempel. Lasst uns doch für unsere Sache hier einmal Halt machen, oder? Ist denn ein Opfer dabei? Ja, selbstverständlich. Dann halte ich das natürlich für eine vorzügliche Idee. Was Gut. hatte denn für ein Opfer dabei, der Valio? Oder hast du einfach Geld dabei, um ein Opfertier zu kaufen? Nein, ich glaube, mit Opfern kann man ein bisschen flexibel sein. Ich habe extra zu diesem Zwecke einen Bronzering dabei, den ich gerade zu Beginn dieser großen Sache, denn also diese Angelegenheit ist sehr wichtig für mich, dafür zu diesem Zwecke opfern möchte, den Göttern dort präsentieren möchte. Ich bin da in der Hinsicht sehr gottesfürchtig und werde dort mal innehalten und entsprechend Ritual durchführen und irgendwas vor mich hin murmeln und dort diesen Ring ablegen. Ja. Und schaue mich ein bisschen um. Vielleicht sehe ich auch noch andere Leute, die man vielleicht dann auch in dieser Sache schon mal ansprechen könnte. Der Tempelbezirk ist tatsächlich durch ein Gebäude, das gleichzeitig die Mauer darstellt und auch schon zu dem Tempelbezirk gehört, so L-förmig abgeriegelt, durch den ihr eintreten müsst. Zunächst müsst ihr erstmal vom Pferd absteigen, denn mit Pferd geht es da nicht hinein. Und es sind davor sind auch eine ganze Reihe Leute, die ihre Dienste anbieten und Stände, die Opfertiere verkaufen und anbieten. Da gibt es also Leute, die da mit Lämmchen und anderen Tieren stehen. Weiter hinten seht ihr sogar zwei Leute, die sich gerade offensichtlich darüber streiten, welchen Preis das Rind zu kosten hat, das dort jemand möglicherweise erstehen will. Ein ziemlich prächtiges Opfer. Und als ihr das Gebäude betretet, kommt euch auch ein Mann entgegen, mit der ein Tuch trägt, ein mantelartig getragenes Tuch, das er gleichzeitig auch über den Kopf gelegt hat. Was Lunea noch kennt, als dass das für die Römer häufig auch ein Zeichen von Ehrerbietung ist und zu dem Kult oder zur Kulthandlung tatsächlich gehört, der etwas überrascht wirkt, als er euch sieht und sich dann an Valio zunächst wendet, auf Lateinisch. Wenn dann erstmal ein fragender Blick kommt, tatsächlich auf etwas gebrochenes, vindelisches, ja, Dialekt wechselt. Ihr seid Gäste im Heiligtum. In der Tat, wir wollen hier ein Opfer darbringen für unsere Sache. Welchem Gott wollt ihr opfern? Geht es um den Handel und wollt ihr Herkules etwas darbringen oder Hermes?
So einen Gott kenne ich nicht. Lunea, was meint ihr? Ich denke, wir sollten Epona etwas opfern, auf dass sie unsere Pferde in die richtige Richtung führt. Wohl gesprochen. Ihr wolltet der Göttin der Pferde opfern, Epona. Was wollt ihr denn als Opfer darbringen? Ihr führt euch nach hinten in den Tempelbereich zu einem kleinen rechteckigen Gebäude, wo man eintreten kann in eine äußere Mauer, und darin ist das eigentliche Heiligtum, wo er auch mit der Hand eine Geste macht, dass er dies nicht betreten sollte. Aber davor ist auch eine Opferschale. Also ich hole einfach meinen Bronzering aus, der schön verziert ist, und sage diesen schönen Ring, ein Ring aus unserem Stamm, den möchte ich hier für diese Sache opfern. Ihr der Göttin preisgeben. Er greift zu einem Metallwerkzeug, schürt die Kohlen in der Opferschale und fängt dann an, leise vor sich hinzusingen, während er dir eine Geste macht, deine Opfergabe in das Kohlebecken zu legen. Gut, dann werfe ich das einfach hinein. Wenn das hier so üblich ist. Ja. Er hebt die Hände in einer betenden Geste und murmelt weiter vor sich hin. Und dann schaut er auf den Rauch und schaut hoch an den Himmel und scheint zu beobachten, welche Vögel dort ziehen oder wie die Wolken sind. Lunea, willst du ebenfalls schauen, wie es aussieht? Ich würde ebenfalls einen Blick in den Himmel werfen. Dann schauen wir mal. Ich würde sagen, das wäre unser erster Wurf auf Religionskunde. Und damit kommen wir dazu, wie das hier funktioniert. Das ist nämlich ein ganz einfaches W100-System, mit dem wir arbeiten. Das heißt, alle Charaktere haben für alles, was sie tun, einen Prozentwert, wie gut sie darin sind. Und wir würfeln 2 10-seitige Würfel. Es kam auch gerade im Chat die Frage, 9-seitige Würfel, das klingt kurios. Nein, es sind 10-seitige Würfel, die insgesamt halt von einer 1 bis zu einer 100 würfeln können. Weil einer eine 10er-Stelle, einer eine 1er-Stelle darstellt. Und wenn alles 0 ist, dann gilt es als die 100. Und gucken, vergleichen dann das Ergebnis, ob wir drunter gewürfelt haben, denn dann ist es ein Erfolg. Lunea als ausgebildete Priesterin hat in ihrem Fachbereich 80%ige Wahrscheinlichkeit des Erfolgs. Aber auch viel Pech beim Würfeln, also. Eine 70. Das ist auf jeden Fall schon mal gelungen. Das heißt, du folgst auch dem Blick des Priesters hinauf zu fliegenden Vögeln. Du siehst einen kleinen Schwarm Krähen, der aufgestoben ist und dann Richtung Südosten zieht. Ein paar davon sondern sich ab. Und als er den Mund öffnet, um seine Deutung zu sagen, weißt du sie schon, dass auf euch tatsächlich Erfolg wartet, aber auch Herausforderung und dass man gemeinsam vorgehen soll. Es ist aber ein Tag mit guten Vorzeichen, um das anzugehen. Exakt, das sagt er. Ein Tag mit guten Vorzeichen anzugehen, was ihr hier vorhabt. Die Götter lächeln auf euch und das Schicksal ist euch gewogen. Ich freue mich, dass wir offensichtlich einen kundigen Priester erwischt haben. Und ich bin ganz glücklich und erleichtert und frohen Mutes. Gut. Ich spreche ihn aber gleich an. Sagt, guter Mann, kennt ihr eine Händlerin namens Erin? Diese suchen wir. Ja, selbstverständlich. Sie bringt regelmäßig Opfergaben dar und dementsprechend haben ihr die Götter auch beschieden, nach dem Unglück des Todes ihres Mannes, dass sie dennoch erfolgreich die Geschäfte weiterführt. Und wenn ihr den Tempelbezirk verlasst, so haltet euch an der Kreuzung rechts und bei der nächsten links und so werdet ihr rechts einen Hauseingang sehen, wo auch geschrieben steht, dass dort eine Händlerin ihren Dienst vertut. Hab Dank, großartig. Es scheinen wirklich, die Götter sind uns gewogen. Hervorragend. Ich lächle ihm nicht zu. Ich gehe einfach. Ich bin ein bisschen verstimmt, dass er mich nicht als Kollegin erkannt und nur mit Valio geredet hat. Das, ja. Das hattest du durchaus schon, dass die Männer mit Männern reden und eigentlich nur Männer Dinge tun bei den Römern. Hm. Du hast gehört, dass die römischen Frauen gar keine eigenen Namen haben. Tatsächlich, sondern immer nur mit dem Namen ihres Vaters versehen werden oder mit etwas Glück des ihres Gatten, aber ansonsten keine eigene, Bezeichnung pflegen oder höchsten Spitznamen. Ihr könnt euch
dementsprechend an die Weisung halten. Ich glaube, es spricht nichts dagegen, oder? Erntet eine Menge seltsame Blicke. Also, seltsam. Gerade, dass ihr zwei, angetan mit eurem keltischen Schmuck und Valio mit seinen langen Hosen und seinem Bart, mit Pferden in der Stadt unterwegs seid. Das ist, also Valio stellt fest, dass die Römer, die hier unterwegs sind, offensichtlich zwei Dinge meinen. Das eine ist Gesichtsbehaarung und das andere ist lange Hosen. Die tragen alle Tuniken, viele oft auch nur bis zu den Knien und darüber oft noch ein seltsam geschlungenes Tuch, das auf unterschiedliche Arten und Weisen gefaltet wird. Auch Schmuck scheint Männern irgendwie nicht zu gefallen bei den Römern, oder die sind alle zu arm, sich das zu leisten, während du stolz deinen Torkes, deinen Halsring trägst und anderen Schmuck. Und alle haben sich das Haar aus dem Gesicht geschabt und das am Kopf kurz geschnitten. Eine seltsame Art und Weise. Seltsam sehen sie hier aus. Sich zu pflegen. Ja. Ich gucke ein bisschen überheblich über diese glatzköpfigen Menschen hinweg, wobei ich sicher nicht zum ersten Mal irgendwie Römer gesehen habe, da wir ja im Grenzbereich leben, denke ich mal. Ja, und wir reiten aber wirklich, also ich sitze ungern ab von meinem Pferd, möglichst bis zur Händlerin, wenn wir den Weg finden. Ihr findet den Weg allerdings, Lunea. Lesen und Schreiben ist, glaube ich, bei dir nur so ein bisschen, ja? So ganz grundlegend, als du schon mal in Cambodunum warst. Einfache Worte erkennen. Und die Sache ist, dass die Römer auch unterschiedlich schreiben, je nachdem, worauf sie schreiben. Die Sache, die sehen Steinhauen, sieht ganz anders aus, als das, was hier jemand mit dem Pinsel an die verputzte Wand geschrieben hat. Aber als ihr dort steht und euch nicht ganz sicher seid, ob das der richtige Ort ist, kommt ein Mädchen herausgelaufen, die ein langes Kleid trägt, das tatsächlich mit Fibeln gehalten wird, also eine keltische Tracht. Und die stolpernd zum Stehen kommt vor euch, als sie die beiden Pferde sieht, die mit klingelndem Zaumzeug angetan da stehen und zu euch hochguckt. Ha! Ha! Verzeihung! Entschuldigung! Sie nickt und geht seitlich vor euch weg. Im Hintergrund, ihr seht, da ist ein Eingang, der geht so ein, zwei Schritt übermauert, überdacht in das Gebäude herein. Dann seht ihr einen Innenhof, wo offensichtlich ein Wasserbehältnis ist, ein großes, ein Bassin und ein paar Pflanzen stehen. Und jemand sitzt auf einer Bank, den Kopf auf die Faust gestützt und nachdenklich, wenn nicht gar vielleicht ein bisschen melancholisch schauend. Verzeihung, kann ich etwas für euch tun? Sind wir bei der Händlerin Irren? Oh, ja, die Domina des Hauses ist Erin. Ja. Wünschte sie zu sprechen? In der Tat. Sie schaut auf eure Pferde. Ich werde jemanden besorgen, der sich um die Tiere kümmert und euch ankündigen. Wartet einen Moment, Verzeihung. Es tut mir so leid. Wir haben nicht genügend Bedienstete im Haus heute. Und sie rennt wieder rein. Julius, das Mädel ist gerade eben zur Tür raus, da kommt sie schon wieder reingerannt, ihren Rock gerafft und puterrot im Gesicht. Denja, was ist los? Das sind Gäste. Es sind Keltoi. Oh. Und zwar keine Bauern. Der Mann hat Schwert und Schild und Lanze und Haare im Gesicht von hier bis hier. Und seine Haare, die hat er mit Kalk angetan und so schön. Beruhig dich, Senja. Ich kann mit solchen Leuten. Kein Problem, okay? Ich kümmere mich darum. Du rufst Erin. Alles sage, in Ordnung. Ich sage Erin Bescheid. Gut. Danke. Sie eilt die Treppe hoch. Und also wahrscheinlich in Erin rein. Ich würde dann direkt rausgehen zu den Galliern. Mhm. Die Gelegenheit habe. Ja. Du hast jede Gelegenheit. Du kannst in aller Ruhe rausgehen. Die beiden sitzen dann noch zur Pferdeseite abgestiegen. Ah, Gallia, Salve. Ich gucke Lunia fragend an. Ah, ihr müsst also von dem Reitervorstoß sein, Richtung Norden, Erweiterung des Reiches. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Nein. Ich schüttle ganz langsam den Kopf. Nein. Nein? Nein. Ach, wisst ihr, schade eigentlich. So ein militärisches Lager, das hat was. Das ist was ganz Besonderes. Und ich finde das gut. Der Vorstoß, endlich nimmt das mal jemand in die Hand. Julius, falls ich mich nützlich machen kann. Und ihr müsst ein Ritter sein, ein gallischer Ritter.
Herzlich willkommen. Ich steige einfach ab und gebe dir die das Zaumzeug meines Pferdes und sage, gut kümmern. Auf oh, ja, da werden sich Leute drum kümmern. Keine Sorge. Senja, die Pferde. Senja ist die Treppe hochgerannt, halb in Erin rein. Domina. Es sind Keltoi, es sind Gallia, es ist ein Berittener mit Waffen. Ganz langsam nochmal, aber wer? Es ist ein Berittener mit Waffen vor der Tür und eine Frau mit einem Stab. Und sie sehen aus, als kämen sie, also sie sehen aus wie wilde Herren. Sind sie denn freundlich oder wirkten sie problematisch? Oh, sie wirken sehr nett. Aber okay, er ist bewaffnet. Okay, dann hast du sie schon reingebeten oder sind sie noch draußen? Sie haben mich gebeten, euch zu sagen, dass sie mit euch reden wollen. Ich muss noch jemanden holen, der sich um die Pferde kümmert. Herrin, Sie sind mit Pferden hier fürs Haus geritten. Ich hole einen Knecht und lass die Pferde unterstellen. Sehr und gut. Ich komme runter. Alles gut. Mayri, weiß ich denn, erwarte ich den Besuch? Oder ist das für mich gerade auch out of the blue, dass da Leute kommen? Du hast nur so eine vage Andeutung von jemandem gehabt, der gesagt hat, dass wohl der Name bei Gallian von jenseits der Grenze oder Keltoi, ist eine gute Frage, wie du sie bezeichnest, da du beides bist. Oder einfach Vindelika von jenseits der Grenze. Mhm. Die, dass alles Gallia ist und alles Keltoi, ist ja nur eine römisch-griechische Sache. Mhm. Dass da vielleicht jemand auf dich zukommen wird, weil du ja verwandt bist. Aber so hast. Namen oder so? So nein, genauer, so mit Namen richtig okay. Angekündigt nicht, okay. Nur da kommt vielleicht was. Stell dich darauf ein. Okay. Senja dann, läuft auf jeden Fall eilig wieder davon. Auf der Suche nach einem Knecht, der sich um die Pferde kümmert. Und ich schreibe kurz fertig, was ich gerade geschrieben habe, um meine Aufgabe zu beenden und mache mich dann schnell fertig, um runterzugehen und den Leuten entgegenzutreten. Gut, inzwischen bin ich auch vom Pferd abgesessen. Man muss dazu sagen, ich ziehe mein rechtes Bein so ein bisschen nach, aber versuche das immer zu verheimlichen. Also ich gehe dann so ein bisschen langsam und betont selbstbewusst. Aber eigentlich merkt man, da stimmt irgendwas nicht bei seinem Gang. Ich würde dir auch vom Pferd helfen, wie einem alten Kameraden sofort. Ah! Wenn du das annimmst. Hallo, ja. Er kümmert sich um unsere Pferde. Er ist offensichtlich der Bedienstete hier. Ich klopfe ihm so auf die Schulter und lasse ihn dann einfach hinter mir stehen und gehen da durch den Eingang in den Hof. Von wo kommt er? Wir gehen einfach durch den Eingang durch und lassen dich wie ein Bediensteten zurücksteht. und läuft mehr oder weniger dann in Erin hinein. Also eine Dame, die von der ganzen Kleidung her aussieht wie eine Mischform von dem, was ihr von den Römerinnen gesehen habt und was selbst euch vertraut ist. Sie trägt Schmuck, sie trägt eine Palla, ein Tuch, ein feingewebtes, das sie auch über die Haare gelegt hat, aber durchaus auch Fibeln und einen keltischen Halsreif. Gute Frau, seid ihr die Händlerin Erin, die wir suchen? Das ist vollkommen korrekt und wie ich sehe, habt ihr es schon von euren Pferden herunter und in meinen Hof geschafft. Wie geht es euch? Wie war eure Reise? Seid ihr durstig? Oh, etwas zu trinken wäre sehr angenehm. Ja, euer Bediensteter hat glücklicherweise direkt die Pferde angenommen. Ich hoffe, es wird gut für sie gesorgt. Mein Bediensteter? Heute ist eigentlich nur Senja da. Wer? Julus? Julus, hast du die Pferde genommen? Na gut, immerhin kümmert er sich. Ich komme sofort. Okay, das ist gut. Schön, dass du dich kümmerst. Ihr seid gerade durch Campodonum geritten, nehme ich an. Oder seid ihr abgestiegen? Nein. Wie fandet ihr unsere feine Stadt? Nun, der Eingang stank ein wenig. In der Tat, wollte ich auch sagen. Es stinkt hier. Ja, das haben die Römer ein bisschen komisch organisiert. Ich fällt mir auch immer wieder auf meinen Reisen auf. Was führt euch dann eigentlich hierher? Und also ich habe währenddessen kurz hinter mir Wasser vorbereitet und reiche den beiden einen Trinkbecher mit Wasser. Vielen Dank. Ja, eine wichtige Angelegenheit, die wir in Ruhe besprechen sollten. Vielleicht nicht hier auf dem Hof zwischen den Bediensteten?
Es ist ja, ich glaube, Mayri, es ist ja, glaube ich, nur Senior heute da, ne? Der Rest ist ja, scheint ja irgendwie zu fehlen an Bediensten oder so. Naja, beziehungsweise die sind schon auf Dienstbotengängen, ja. Und der Typ, und der Typ vor der Tür. Ach so. Der Typ vor der Tür sieht jetzt auch tatsächlich von aus zwei Richtungen sehr unterschiedliche Grüppchen näher kommen, während du mit den beiden Pferden dastehst, die leise klimpern vor Schmuck am Zaum und Zeugs. Von der einen Seite kommt Senia mit mehreren Knechten und anderen Bediensteten von Erin und von der anderen Seite kommt ein Beneficiarius, also jemand, der sich um Zoll- und Polizeiaufgaben kümmert, der mit zwei weiteren leicht bewaffneten und schnellen, aber weißt du, so schnell, aber gleichzeitig ruhig, ein Mann mit einer Aufgabe, die er zu erledigen gedenkt, die Straße herunterkommt und dabei Rufe, die teilweise von den Händlern rechts und links kommen, die irgendwelche Kleinigkeiten erledigt haben wollen, mit der Hand wegwischt und mit seiner Lanze, mit dem Lanzenschuh klack, klack vorwärts geht. Ja, ich werfe die Zügel sofort in Richtung Knechte und stelle mich diesem Mann entgegen und nehme Haltung an und versuche möglichst diszipliniert in Erwartung zu stehen, wie man das so macht. Spurinus, schön euch zu sehen. Salve. Es wurde uns gemeldet, dass ein bewaffneter Barbar sich in der Stadt befindet. Ach, ich habe hier alles unter Kontrolle, das ist kein Problem. Ich habe schon abgeklärt, er stammt nicht von dieser Reitereinheit, die hier in der Nähe Lager bezogen hat. Es scheint ein individuelles Anliegen zu sein. Ich habe das hier unter Kontrolle, keine Sorge. Dann werdet ihr dem Gast des Hauses auch vermitteln können, dass er seine Waffen abzugeben hat, dass wir sie in der Basilika aufbewahren können. Selbstverständlich, natürlich. Ich werde sie euch sofort bringen. Dann werde ich mich um einige andere Gelegenheiten hier kümmern und dann diese Waffen hier in Empfang nehmen. Natürlich. Eine Frage, werter Kollege. Diese Reitereinheit vor der Stadt, was hat das damit auf sich? Wisst ihr da mehr? Meines Wissens nach werden sie schlicht neu berufen an den Limes verlegt. Stimmt das also, was man so hört über die Erweiterung des Reichs? Sagen wir so. Als Angestellter im Büro der Ädilen. Man bereitet sich definitiv auf einen Feldzug vor, Spurinus. Haltet die Ohren offen und vielleicht werden sich da auch Gelegenheiten bieten. Da werden einige Einheiten noch durch diese Gegend ziehen. Es wird einiges wohl aus der Germania Superior nach Osten verlegt, um den Dakern zu zeigen, die Segnungen des Römischen Reiches zu bringen und vor allen Dingen die Herausforderungen, die sie uns an den Kopf geworfen haben und die Beleidigungen, die an der Grenze tagtäglich stattfinden, endlich zu sühnen. Es wird, endlich. Hört auf mich, es wird ein gerechter und guter Krieg werden. Und so wird der Princeps tatsächlich unser geliebter und geheiligter Augustus gegen sie vorgehen. Nun, ich habe nichts anderes erwartet. Und so sagt man. Ich biete mich natürlich an. Ich kenne mittlerweile diese Ländereien sehr gut und habe auch schon mit den lokalen Anwohnern gute Kontakte geknüpft. Also sollte es dort Bedarf geben, ich stehe natürlich immer für Reich und Kaiser bereit. Ihr wollt euch einschreiben? Er schaut dann dir rauf und runter. Habt ihr noch keinen Dienst geleistet? In fernen Ländern. Private Umstände haben mich hierher verschlagen. Doch natürlich, das Blut eines Legionärs fließt weiterhin durch meine Venen. Und gibt es denn eine Möglichkeit, sich einzuschreiben? Nun, ich bin mir sicher, dass es Gelegenheit dazu geben wird. Ich weiß nicht, ob tatsächlich hier in Reithia weitere Einheiten ausgehoben werden. Außerdem, was wollt ihr hier euch einschreiben bei den Auxiliares? Ihr seid römischer Bürger und ihr klopft ihr gegen die Schulter mit seiner freien Hand. Ihr gehört zur Legion. Ja, das stimmt natürlich, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass es von enormem militärischem Vorteil sein kann, wenn man auch in die Auxiliares den römischen Kampfgeist mit einbringen kann. Nun, wenn ihr schon Dienst geleistet habt, dann könnt ihr doch sicherlich mit jemandem darüber reden, dass ihr als Offizier euren Dienst wieder antretet. Sicher. Ich bin mir sicher. Verzeiht mir. So gut kennen wir uns nicht. Ich weiß nicht, wer euer Gönner in Rom ist. Ja. Euer Patron. Und ob dieser da für euch irgendwie möglicherweise etwas bereithält. Ich denke, dieses Thema wird sich bei Zeiten klären. Und jetzt wollen wir vielleicht uns klären wir erstmal die Sache mit den Waffen. Richtig, Die Händler sind beunruhigt und würden es gerne sehen, dass er sich in den Grenzen der Stadt
Nicht völlig mit richtig. Überhaupt kein Problem. Ich kümmere mich in einem Vogelschlag darum. Wunderbar. Wohl dann. Gut, er dreht sich halb um. Was war das jetzt mit dem Gewichten hier? Und geht zu einem der Stände, von dem eben gerade eben ein Ruf kam und wo jemand sich beschwert. Dieses Gericht, ich schwöre euch, dieses Gewicht hier muss ausgehöhlt sein. Es kann nicht sein, dass das ein halbes. Und ich habe 5 Unzen bestellt und was ich bekommen habe, ist nur. Geht wieder zu dem Streit über, während der Händler hinter seinem Tresen steht, missmutig dreinschaut. Was von. Keine Ahnung von Gewichten, murmelt. Und an seiner Schiebewaage ein kleines Hermeskopfförmiges Gewicht hin und her schiebt. Ja, ich halte noch einen Moment starr, diszipliniert Haltung, drehe mich dann sofort um und wetz in den Raum zu den anderen. Wo die gerade dabei stehen, jetzt kommen auch wieder weitere Bedienstete von Ehren herein. Domina, die anfangen tatsächlich die Bedienung zu übernehmen und Getränke zu reichen. Julius, schön, dass du auch bei uns bist. Ich dachte schon, du möchtest lieber bei den Pferden bleiben. Natürlich nicht. Was soll ich denn da? Ich habe die Gäste bereits empfangen und ein wenig an die Lokalitäten gewöhnt. Ich habe mich noch gar nicht vollständig vorgestellt, ist mir dabei aufgefallen. Julius Burinus Fronto. So viel Zeit muss sein. Ich habe auch direkt ein Anliegen. Natürlich, Valio, ihr hattet erst seit kurzer Zeit die Ehre, hier in unserem kleinen, bescheidenen Provinzdorf zu sein. Aber auch hier gilt natürlich römisches Recht und damit natürlich auch die Einschränkung der Bewaffnung von Galliern. Das habt ihr bestimmt schon mitbekommen. Hilario, einer von Ehrens Bediensteten, der als Übersetzer tätig, steht unauffällig neben Valio und flüstert ihm den kontinuierlich leise und leicht akzentuiert auf vindelischem Keltisch ins Ohr. Und es ist gerade so ein, der edle Herr Spurinus Fronto bittet euch darum, euch an das hiesig geltende Recht zu halten und eure Waffen abzugeben. Ich gucke total verwirrt links, rechts auf meine Begleiterin, auf die Händlerin. Was, meine Waffen? Ist das hier so üblich, Erin? Es tut mir sehr leid, Mario. Wir werden das nie komplett verstehen, warum Sie so übervorsichtig sind. Aber vielleicht hat deine große kriegerische Ausstrahlung Sie einfach etwas eingeschüchtert. Lass Sie uns einfach besänftigen und keinen Konflikt herbeibeschwören, wo keiner sein muss. Wir werden die Stadt sowieso bald verlassen, nehme ich an. Nun gut, das kann ich natürlich verstehen. Aber wem soll ich sie geben? Also ich strecke meine Hände aus. Wo bringt der Bedienstete sie hin? Julius, nicht, dass du selber denkst, wieder mit Waffen zu spielen, ne? Nicht, dass du denkst, da irgendwas zu behalten. Das bringst du schön in die Basilika. Das würde ich kaum eine Waffe nennen, Herren, aber dennoch ist es gefährlich in der rechten Hand. Na gut, dann nimmst du in deine linke. Was? Basilika? Können wir die... Also, ich verstehe, dass man mich hier nicht in der Stadt mit diesen Waffen sehen mag, weil die Römer Angst haben, das ist klar. Aber reicht es nicht, wenn wir diese Waffen hier, sagen wir, unter dieser Bank ablegen, bei euch hier? Nun, Angst weniger. Ich denke, die Gefahr ist, vielleicht könntet ihr euch selber mit dem Schwert verletzen, wenn ihr es ziehen würdet. Was? Ich denke, in der Basilika ist es besser aufgehoben. Was ist das überhaupt, Basilika? Ich höre das zum ersten Mal. Ist das eure Waffenkammer? Der Übersetzer, die Basilika, von dort aus wird die Stadt verwaltet. Ach, ich soll den Römern meine Waffen geben. Entschuldigung, wem die Waffen geben? Das habe ich nicht verstanden. Den Römern? Den Ädilen. Ja, unsere Waffen sind besser als die römischen, das ist klar, aber da müssen sie uns ja nicht stehlen. Sie werden sie nur aufbewahren. Herr, ihr müsst verstehen, die Römer haben Gesetze dazu, welche Dinge in Städten erlaubt sind und welche nicht. Sie dürfen selber zum Beispiel in ihrer Stadt in Rom keine Waffe tragen und schon gar keine mit einer gekrümmten Schneide. Er zieht eine Obwohl sie sehr schön ist. Die spinnen die Römer. Nein, also widerwillig gebe ich dann meine Waffen ab, Julius, in die Hand. Mhm. Aber passt auf, schneidet euch nicht. Es ist ein Langschwert in einer bunt bemalten Scheide mit einem verzierten Schwertgehänge, wo dich lauter kleine Monster anstarren mit weit aufgerissenen Mäulern und kleine runde Scheiben mit sonnenartigen Verzierungen dran sind. Hast du auch eine Lanze, Valio?
Ja, in der Tat. Auch die, die lehne ich dann einfach an die Wand. Es ist mir zuwider, sie jetzt irgendjemandem zu geben. Dann würde ich sie von der Wand aufsammeln. Und ich wende mich dann ab. Ich bin irgendwie sauer jetzt. Valio, sei unbesorgt. Du bekommst alle deine Waffen wieder zurück, sobald wir unsere Reise antreten. Und die Dame? Bitte? Auch ihre Waffen bräuchte ich. Ich trage keine Waffen bei mir. Ist das eine Lüge oder hat sie Waffen bei sich oder? Ich glaub, natürlich ist das eine Lüge. Okay, warte. Lunea. Ja? Ihr seid doch Vendelica, oder? In der Tat, ja. Und ich soll glauben, dass du ohne Waffen hierher gekommen bist? Ich muss noch nachfragen. Ich glaube, ich trage Pfeil und Bogen bei mir, nicht wahr? Ja, aber das ist ja keine Waffe, das ist ja zur Nahrungsbeschaffung. Also in unserer Wahrnehmung auf jeden Fall, aber die Römer sind ein bisschen eigen. Also das ist ja keine Waffe, damit schieße ich ja nicht auf Menschen. Und für die Nahrungsbeschaffung haben wir hier ja Bedienstete, da müsst ihr nicht selber Hand anlegen. Das hat dein Charakter nicht gesagt. Also nein, ich habe keine Waffe. Ich würde dich bitten, auch deinen Bogen abzugeben. Das tut mir sehr leid. Bin irritiert, aber ich gebe meinen Bogen ab. Valio, ich glaube, die schießen ja mit Bögen auf Menschen. Ich höre, dass man muss ein bisschen kichern. So, mein Entsetzen wird größer, aber... Sie hat noch einen Stab, ne, dabei, oder? Ja, einen hölzernen Stab, der oben mit so einer Windung geschnitzt ist. Aber das ist ja jetzt wahrlich keine Waffe. Das würde ich nicht als Waffe einschätzen. Das kein Metall schätzen wir als Gehhilfe ein. Gut, ja. Okay. Ja. Entschuldigung. Nun dann entschuldigt mich kurz. Ich werde mit äußerster Sorgfalt diese schweren Waffen handhaben. Und vielen ich Dank. Flitze los. Draußen. Jonas, meine höchste Wertschätzung dafür. Vielen Dank. Ja. Der Beneficiarius steht immer noch draußen, hat offensichtlich die Sache mit den möglicherweise falschen Gewichten geklärt, indem er sie mit anderen hat abgleichen lassen. Und unterhält sich gerade relativ entspannt mit jemandem, stützt sich auf seine eigene Lanze, die Zeichen seines Standes ist, die seltsam, also so eine doppelt geschweifte Form oben hat. Und vermutlich gar nicht so richtig als Waffe fungiert, weil sie nicht scharf ist, sondern mehr als Erkennungszeichen. Mit seinen beiden Leibwächtern, die neben ihm stehen, und sieht dich dann rauskommen mit dem Arm voller Waffen. Ah. Oh! Bemerkenswert. Dann in dem Moment, wo er da rausgelaufen ist, kann ich doch nicht an mir halten und bin neugierig und gucke da so um die Ecke, wo er die jetzt hinbringt. Das interessiert mich jetzt doch. Ja, der scheint sie einem Mann übergeben zu wollen. Einem Mann mit genauso einer Lanze wie der euch am Limes befragt hat. Darf ich kurz fragen, Mairi, was ist nochmal die Position von diesem Mann, der ist Aufseher in der Stadt, der jetzt die Waffen... Ein Beneficiarius ist jemand, der im Grunde sowas wie ein Unteroffizierstand hat und der von den Ädilen, die einfach halt die Verwaltung der Stadt klären, zwei immer für ein Jahr, die Aufgabe hat, sich so um Polizeisachen zu kümmern. Mhm. Also der ist so eine Mischung aus Polizei und Ordnungsamt und dergleichen. Und Zoll. Also es ist so ein weit gefächertes Berufsfeld, das sie abdecken. Okay. Aber vor allen Dingen sind sie Respektspersonen, die man durchaus auch bei kleineren Problemen ansprechen kann. Okay. Und den hier kennst du tatsächlich, mit dem hast du schon öfters zu tun gehabt, auch als Händlerin. Und wie schätze ich den ein? Ist das ein zuverlässiger Typ? Also wenn der sagt, er gibt ihm die Waffen zurück, gehe ich davon aus, dass er das wirklich tut? Ist meine Erfahrung, die machen das wirklich problemlos oder... Das ist Marius Marcellus, der ist ein Veteran, der ist nicht mehr der Jüngste und den hast du bisher als bemerkenswert unbestechlich kennengelernt. Also in dem Sinne, als dass jemand ihm schon eine Menge bieten müsste, damit er irgendwelchen Unsinn anstellt. Okay, cool. Dann nicht, dass du es versucht hättest. Nein, never. aber vielleicht andere, ja. Ne? Habe ich gehört, also auf jeden Fall diese sehr unzuverlässigen anderen Händlerinnen und Händler. Ja. Ja. Ich versuche... Valio, ich sehe, dass Valio ja nervös wird und versuche ihn ein bisschen zu beruhigen und sage, Valio, keine Sorge, das ist einfach nur Marius, das ist hier unser Beneficiarius, der kümmert sich quasi um die ganzen Aufgaben und Ordnung in der Stadt. Ich kenne den Typen
seit ich hier bin und der stellt nichts an. Der ist zuverlässig. Also wäre ich eher besorgt, dass Julius dir deine Waffen wegnimmt als Marius. Es wird alles gut. Ah, der nimmt mir meine Waffen weg. Nein, keine Sorge, weil den kontrollieren wir hier auch. Nun gut, ihr scheint vertrauenswürdig. Hoffen wir das Beste. Gut, lasst uns vielleicht ungestört reden. Die Angelegenheiten sind dringend. Sehr gerne. Ich würde sagen, wir gehen einfach nach innen in mein. Also ich habe ja so ein Geschäftszimmer dann, wo ich sowieso Besprechungen mit Kunden aus aller Welt führe. Und da würde ich jetzt hingehen und würde Julius kurz. Haben solche Zimmer damals einen spezifischen Namen gehabt? Weißt du das? Also wo du hingehst, ist vielleicht ein Raum mit einem sogenannten Triclinium. Also da sind so drei Bänke in einem U aufgestellt, wo traditionellerweise die Herren sich hinlegen und die Damen sitzen in geflochtenen Stühlen daneben. Da wird gespeist, da wird sich unterhalten. Und dieser Raum hier, der ist tatsächlich auch beheizbar. Hast du ihn einheizen lassen? Die Römer sind manchmal empfindlich, was die Temperaturen angeht. Oder ist der? Naja, ich gucke immer so, wann Julius friert. Und dann warte ich noch mal ein bisschen, bis es doch zu doll wird und er sich zu oft beschwert und dann heize ich. Aber wir haben ja Spätsommer, das heißt, noch wurde die Heizung nicht angeworfen. Mhm. Ansonsten ist es einfach nur wirklich ein schöner, rechteckiger Raum, der mit ein paar einem hohen, schmalen Fenster und ansonsten mit Lampen beleuchtet wird. Die Wände sind bemalt, da sind ein paar Szenen, die die Stadt von außen zeigen und ein bisschen Landschaft und Bäume, die an die Wände gemalt wurden. Das hatte ich eine Menge Geld gekostet, beziehungsweise noch dein Mann. Habe ich aber auch gut gemacht. Ja, aber gute Wahl. Also es ist ein wirklich sehr, sehr schöner Raum. In die Mitte von diesem U-förmigen Triclinium wird ein niedriger Tisch gestellt und da werden eine ganze Reihe Schalen mit verschiedenen Kleinigkeiten hingetan, unterschiedliches. Da sind Oliven, auch nicht billig, die in Öl eingelegt dargeboten werden, ein bisschen verschiedene kleine Speisen, gewürztes Fleisch, das in kleinen gemahlenen Häppchen serviert wird und Brot, frisches, das tatsächlich noch ein bisschen Wärme ausstrahlt und offensichtlich frisch von einem deiner Bediensteten gerade erst aus der Bäckerei nebenan geholt wurde. Ah, okay, cool. Ich dachte, ich muss das noch in Auftrag geben. Du hast gute Bedienstete. Die sind ja der Hammer. Ja, die haben halt den, ne, und die rechnen damit, dass du heute irgendwelche wichtigen Verhandlungen oder sowas führst, dass es seltsame Barbaren aus dem Norden sind. Ja, das ist jetzt eine andere Sache, aber auf jeden Fall werden da kleine Speisen gereicht. Und okay, super. Dann sage ich den beiden, dass wir jetzt ins Triclinium rübergehen und rufe das auch Julius noch mal Richtung Tor einmal zu, dass er nachkommen soll. Mhm. Julius! Wir gehen ins Triclinium. Ja, komm gleich. Cool. Cool haben Römer auch schon gesagt. Du sagst irgendwas, ich spreche Bono. Bono! Hilario, dein Übersetzer, Bediensteter, schaut dich fragend an. Der ist häufig bei irgendwelchen Verhandlungen dabei, wenn Gallier mit beteiligt sind, wenn Videlica mit beteiligt sind. Der spricht Lateinisch, der spricht Griechisch, der spricht verschiedene Dialekte, sowohl von Galliern als auch von Germanen. Ich denke, Hilarius, gebe ihm ein Zeichen, dass er gerne mitkommen kann, um weiterhin für Valio und gegebenenfalls auch Lunea ein bisschen verstärkend zu übersetzen. Das heißt, ihr könnt immer davon ausgehen, dass die Meinung, also das, was jemand anderes sagt, für euch auf jeden Fall übersetzt wird. Vielleicht manchmal gefiltert durch Hilario, der möglicherweise Dinge entschärft, aber dass sich alle unterhalten können. So, ihr sitzt in eurem kleinen Raum. Von draußen die Geräusche von der Straße, die Händler und dergleichen sind leiser geworden. Irgendwo hört ihr immer mal wieder einen Hund bellen. Und das Klappern von Webstühlen, die wohl in einem Gebäude nebenan in Betrieb sind, wo Wolle gewebt wird. Und leise Gespräche der Frauen, die dort arbeiten. Und ja, ich atme einmal tief ein. Ach so. Sobald ich das Essen sehe, greife ich zu. Ja, ja, gestimmt. Also, bedient euch bitte. So richtig, genau. Ja, bevor du irgendwas gesagt hast, so richtig unhöflich. Ach so. Nee, ich hoffe, es schmeckt. Gib mir gerne einen Kommentar. Hervorragend. Ja, das freut mich. Sehr schön. Ich hoffe, ihr fühlt euch wohl. Es ist ein wundervoller, lebendiger Ort hier. Ihr hört die Webstühle im Hintergrund. Wir haben hier so viele Arbeiterinnen und Arbeiter, die uns jeden Tag helfen, dieses wundervolle Geschäft am Laufen zu erhalten. Deswegen, falls ihr irgendetwas braucht oder wir euch etwas Gutes tun können, solange ihr Gäste in unserem Haus seid, lasst es uns oder meine Bediensteten
gerne wissen, wir sind eine Familie, das heißt, ihr könnt euch auch gerne direkt an sie wenden, nicht immer direkt an mich. Ihr seid willkommen. Dann warten wir kurz auf Yunus, würde ich sagen. Mich würde natürlich brennend interessieren, was euer Anliegen ist, weil ich bisher nur ganz grob weiß, dass ihr auf einer Mission seid und auf mich zukommen sollt, weil ich euch bei etwas helfen könnte. Genau, und das sollten wir mal eruieren, inwiefern ich euch da wirklich zur Seite stehen kann. Gut, also ich nehme auch dann irgendwie einen Happen da von dieser Tafel. Am besten, ich picke mir ein kleines Stück Wildschwein raus, das gibt es hier bestimmt auch, und mampfe das so und Aaron, wir sind vom Clan der Rukinatis. Und ich weiß nicht, ob du sie kennst, ob du unseren König kennst. Er ist schon alt. Er hat einen Sohn, Venimo. Er ist ein schwieriger Junge, aber ein guter Junge, kräftiger Typ. Wie viele Sommer ist Venimo mittlerweile alt? 20 ist er, 18. Ja, so genau weiß ich es auch nicht. Wie auch immer, er ist kräftig und ein schöner junger Mann und er ist vor ein paar Tagen verschwunden. Er wollte in diese Stadt ziehen. Und zu uns? Nach Campo Dunum? In der Tat. Und es ist mir nicht bekannt, was sein Ansinn war, aber der König hat uns beide hier, Lunea und mich, uns den Auftrag gegeben, ihn zu suchen und ihn zurückzubringen. Ganz klar weiß ich nicht, was zwischen den beiden ist. Vermutlich hat der König Angst, dass ihm was geschieht. Was auch immer. Auf jeden Fall eine äußerst wichtige Sache für uns und wir brauchen eure Hilfe. Und hattet ihr bereits am Tore gefragt, ob diese Person, also ob Venimo hier eingereist ist? Reiste gen Süden, was sich mit dieser Stadt hier deckt. Das heißt, er ist die Stadt passiert und ist dann Richtung Süden von Campo Dunum weitergereist? Nein, er reiste vom Dimas aus Richtung Süden. Also, soweit wir wissen, soll sein Ziel der Reise vermutlich die Stadt selbst sein, was er hier will. Ach so, das heißt, wir wissen nicht, ob Venimo hier angekommen ist. Ihr habt vorne am Kastell gefragt und wisst, dass er von dort aus Richtung Süden einmal passiert ist, aber wir wissen nicht, ob er Campo Dunum erreicht hat. Genau. Okay. In der Tat, allerdings haben wir unterwegs auch nichts Besonderes gesehen oder so. Wir müssen erstmal davon ausgehen, dass er vielleicht hier angekommen ist, aber vielleicht kann hier euer Freund, der hier meine Waffen geklaut hat, vielleicht hat ja Venimo auch seine Waffen abgeben müssen. Das wäre doch vielleicht ein Weg, das herauszufinden. Das ist eine interessante Idee. Julius, was hältst du davon? Glaubst du, es ist realistisch, dass Marius uns die Waffenkammer inspizieren lässt? Ach, ich kenne da einige Leute, das könnte schon sein, aber gibt es denn sonst noch welche Hinweise, wie diese Person aussah oder wann genau er hierher gekommen ist? 8 Tage soll es her sein. Sein Aussehen kennen wir sicher, Marie. Das kannst du vielleicht jetzt mal einflechten. Das ist ein junger Mann, tatsächlich mit ziemlich hellem Haar, das er lang und teils geflochten trägt gerne, wenn er es nicht irgendwie mit Farbe oder Fett noch zu Stacheln hoch. Also, naja, wie würde man das sagen? Massiert, kämmt, auf jeden Fall gestaltet. Und der tatsächlich auch ähnlich wie du einen Schnauzbart gepflegt hat, nur dass er noch nicht eine solche Pracht entwickelt hat wie deiner. Also es ist eher ein Bärtchen, an dem er arbeitet und der tatsächlich von einem Kampf, den er zwar erfolgreich bestritten hat, eine Narbe hat, die sich über seine rechte Wange zieht, die relativ leicht erkennbar ist. Gut, die Beschreibung geben wir dann weiter. Aber das kann ich mir gut vorstellen, dass er hergezogen ist, wenn es ihm hier gefällt. Ich denke, die römische Lebensweise dürfte einige Vorteile haben gegenüber der gallischen. Ich kann das gut nachvollziehen. Ja, vor allem der Gestank, ganz großartig. Er kennt die römische Lebensweise gar nicht. Ja, aber wenn er sich frei dafür entschieden hat. Ja, es geht doch gar nicht darum, dass er hier leben will. Ja, was weiß ich, was er hier... Vielleicht wollte er die römischen Frauen kennenlernen. Man weiß ja nie. War er auf einer bestimmten Mission unterwegs? Kennen wir sein Ziel oder wissen wir nur, dass er das Dorf verlassen hat, dass er Rukinatis verlassen hat und dann gegen Süden gegangen ist? Mir hat der König nichts gesagt. Lunea, wisst ihr Näheres? Leider auch nicht. Ich kam als Beistand mit, um die Göttin zu befragen in schwierigen Situationen, aber... Ich fürchte, der König weiß es selbst nicht. Er scheint auf eigene Faust aufgebrochen zu sein.
Mit 18 Sommern ist es ja auch ein kompliziertes Alter. Da könnte es auch gute persönliche Gründe gewesen sein, könnten es gute persönliche Gründe gewesen sein, den Vater mal kurz für ein paar Tage zu verlassen. Wir werden uns natürlich trotzdem euer Anliegen ernst nehmen und nachsehen, ob wir ihn in dieser Stadt finden Es können. gibt auch ein Stück von dieser Stadt entfernt hier eine Reitereinheit, die hier Lager bezogen hat. Sie soll anscheinend ein Trupp Auxiliare, die eingesetzt werden soll, um vielleicht in irgendeiner Weise auszurücken. Vielleicht hat er sich ihnen angeschlossen. Ich meine, für das große Römische Reich zu kämpfen, sollte auch für einen Gallier eine große Ehre sein. Ja, so ein Übermut, das könnte zu ihm passen. Das könnte passen. Auch eine gute Spur. Aber würde er sich wirklich einer römischen Einheit anschließen Na, es ist als keine römische Kaiser? Einheit, es sind immer noch Gallier, aber sie sind auf dem richtigen Weg. Wir alle haben schon für die Römer gekämpft oder kämpfen müssen. Das ist nun mal der Lauf der Zeit. Nun. Aber natürlich kann er nicht hier auf eigene Faust mit irgendwelchen anderen Clans reiten. Er gehört zu uns und muss unseren übernehmen. Insofern Privatsache hin oder her, da geht es um Größeres. Nun sollen wir erst einmal untersuchen, ob er überhaupt in der Stadt war und potenziell seine Waffen hier sind, bevor wir die Stadt verlassen. Also ich finde den Vorschlag mit der Reitereinheit plausibel und könnte es mir gut vorstellen. Ich würde vorher nur, glaube ich, die Untersuchung innerhalb der Stadt beenden und einmal kurz bei Marius nachfragen, ob wir in die Waffenkammer dürften. Wisst ihr denn, was er für Waffen bei sich hätte führen können? Wäre da überhaupt was dabei, was ihr erkennen würdet? Ja, Sein Schwert. das Sein sehr übliche. schönes Schwert. Also, wenn ich mir Genau. die Waffen hier so anschaue, denke ich, dass die hervorragende Schmiedekunst seines Schwertes herausstechen würde. Und im Übrigen können wir ja den Amtsträger oder wie auch immer heißen mag, ja auch fragen. Ich meinte, offenbar läuft er hier jeden Tag die Runden durch die Stadt, beobachtet alles genau. Er wird ihn vielleicht auch gesehen haben. Gut. Und liebe Dame, Sie haben ja auch noch keine römische Kampfeinheit gesehen, keine Legion. Das ist ja hier eine friedliche Provinz. Also das kann man ja gar nicht vergleichen. Mit was, Julius? Nur mit einer wirklich schlagkräftigen römischen Legion, die vor Waffen Ach, du meinst die so. Auxiliare, dass ich die unterschätze, bist du besorgt? Nein, dass dieser Gast hier die römische Waffenkunst anprangert. Das ist ja auch nicht zu Ach vergleichen. so. Das ist ja auch hier keine Also ihr Militärbasis. könnt ganz vieles toll, Julius. Das Römische Reich hat viele wundervolle Seiten. Schmiedekunst ist aber nicht die höchste davon. Nun, weißt du, ob Marius bereits los ist? Ist er bereits abgehauen Richtung Stadt, um wieder Probleme zu lösen? Oder meinst du, wir holen ihn noch schnell ein, wenn wir jetzt rausgehen? Wir finden den bestimmt, oder? Mairi, so groß ist Camborunum nicht, ne? Wenn wir jetzt rausgehen, finden wir den bestimmt. Ja, beziehungsweise du weißt ja, dass er die Waffen zur Basilika bringen will. Und die ist direkt am Forum und neben dem Sitz des Statthalters der Okay. Provinz. Das heißt, ihr könnt euch einfach da in diese Richtung bewegen. Okay. Vorbei an zahlreichen Läden und Tabernas, wo auch um die Uhrzeit schon Wein angeboten wird und noch ein paar Gestalten etwas verlottert sich an den Theken lehnen. Ist das denn für alle okay? Also haben denn alle überhaupt Lust, diesen Plan umzusetzen oder wollt ihr lieber zu den Auxiliaren Nein, vielleicht? unbedingt. Aber Ja, ich okay. Plan. lege nochmal darauf Wert, dass ich auch diese kurze Strecke auf meinem Pferd reite. So. Das Wegen deines Beins. Welches Bein? Natürlich. Das heißt, Das du lässt dir dein soll. Pferd bringen. Ja, natürlich. Das soll uns recht sein. Wir haben also so, ich glaube, als Händlerin haben wir viele ungewöhnliche Situationen erlebt und das ist nicht die. Die Adeligen, also beziehungsweise bei den Keltoi, bei den Galliern, funktioniert das ja etwas anders als bei den Römern. Zumindest diejenigen, die frei sind und als Krieger einen hohen Status haben, die sind oft etwas seltsam. Daran hast du dich durchaus gewöhnt. Anders seltsam als die Römer, aber vor allem seltsam. Das heißt, die paar hundert Schritt, die zwei Insulae, die es quer gibt, entlang müsst, um zum Forum zu kommen, werden zu Pferd zurückgelegt, zumindest von Valium. Während der Rest zu Fuß geht. Währenddessen halte ich meine Ohren offen, weil wir gehen natürlich auch über den Markt auf dem Weg dahin, um die neuesten Gerüchtepreise oder was auch immer
abzugreifen. Höre ich irgendwas Relevantes zufällig mit? Also du hörst bei der Bäckerei, nein, der Brotpreis ist gestiegen, das Getreide ist teurer geworden. Natürlich, weil die Leute es als Tierfutter auch zu der Ala bringen. Deren Pferde speisen teils besser als ihr. Also es sei denn, ihr kauft mein Brot, das ist natürlich hervorragend. Aber wenn ihr mir nicht da jetzt hier noch ein paar Asse drauflegt, dann werdet ihr mit leeren Händen zu eurem Dominus zurückkehren. Also rückt es raus. Und auf der anderen Seite Wein, der angepriesen wird. Ja, Lisa? Ich bin in 30 Sekunden zurück. Ich habe mich verschluckt und kein Wasser mehr da. Oh nein! No! Kein vorzeitiges Ausscheiden durch Ersticken. Nein, bitte nicht. Okay. Gut, das heißt, ihr macht euch auf zum Forum. Lunea ist ein bisschen leise, still gerade in sich gekehrt auf dem Weg dahin. Das Forum, das recht großzügig angelegt worden ist für die Stadt, sicherlich auch in der Hoffnung, dass sie vielleicht noch größer wird, als sie ist, liegt vor euch und das hat seinen eigenen Eingangsbereich. Ein Gebäude, was bedingt, dass Valio direkt wieder vom Pferd absteigen muss. Naja. Es tut mir sehr leid, Valio. Gut. Diese Stadt ist nicht für Pferde und Ritt ausgelegt. Ja. Steigst du herab, sollen wir dir helfen? Ja, nein, alles gut, ich komm klar, das danke. Ich beuge du behältst dich im Auge, es könnte sein, dass der alte Mann umfällt. Habe ich zu ihm, also auf Lateinisch gesagt, damit Valio das nicht versteht. Du siehst, wie Hallario automatisch ansetzt, um zu übersetzen und dann woanders hingucken. Sie hat eine Bemerkung gemacht, wie schön euer Pferd ist. Ja, Wanda ist großartig. Ich tätschel sie. Ich hoffe, ihr habt bereits für Wanda auch ein Opfer dargebracht, damit sie weiterhin so wunderschön und gesund bleibt. Selbstverständlich. Wir waren am Epona-Tempel schon, bevor wir zu euch geritten. Toll. Beim Eingang des Forums stehen Leute, die gerade sich unterhalten, aber auf so eine Schauart unterhalten. Und die offensichtlich wollen durchaus, dass man sie mithört. Und ich sage, dass es selbstverständlich unsere Pflicht ist, auf unsere Art und Weise die Armeen und diejenigen, die in den Krieg ziehen, zu unterstützen. Ob das jetzt nun heißt, dass wir unsere Söhne fortschicken zum Militär oder ob wir nun mal unsere Geldwert in die Sache werfen. Ich zum Beispiel habe beschlossen, dass ich Ausrüstung stiften werde, so denn eine neue Einheit ausgehoben wird hier. Und ich überlege tatsächlich, ein paar Bedienstete mit Zutaten für Posca zum Lager zu schicken, als eine kleine Freundlichkeit. Und der Mann wendet sich mit einer sehr sorgfältig gelegten Toga auch so leicht um und spricht mehr zum Publikum als zu der Person, mit der er dieses Streitgespräch führt. Die meisten Leute ignorieren ihn, aber einige hören auch offensichtlich zu und scheinen das fast ein bisschen als eine Unterhaltung zu nehmen. Ja, ich nicke auch wohlwollend zu. Seht ihr, Spurinus, der noch gar nicht so lange aus Rom eingetroffen ist und sicherlich den Puls mehr an der Seite der Hauptstadt hat als viele von euch hier, weiß das zu schätzen. Nein, heutzutage sicherlich für den Cursus Honorum ist es wichtig, dass man in den Armeen gedient hat, aber in meinem Alter und vielleicht auch mit meinen Kränklichkeiten kann man sich auf ganz andere Art und Weise einbringen und dem Staat helfen. Und Verzeihung, Spurinus, stehen wir euch im Weg? Ihr macht einen Schritt beiseite. Ach, nun, die Geschäfte rufen, ja. Aber guter Ansatz. Ich find das gut. Sehr gut. Danke, danke. Und denkt bei der Wahl der Idylen an mich, guter Mann. Natürlich. Ja, sehr gut. Ich frage Irin, wer ist das? Ist das hier der Bade? Oder? Frage ganz kurz, Mairi, wie die Person heißt, weil man kennt die ja bestimmt, die gehört ja zu den PolitikerInnen irgendwie der Stadt, ne? Das ist Titus Flavius Quintinus. Ach, der ist es, der, den ich gar nicht leiden kann? Nein, das ist ein anderer. Es ist noch ein Titus, ist ein anderer. Ja, es tut mir leid. Die Römer haben tatsächlich einen bemerkenswerten Mangel an Vornamen. Die Hälfte der Römer heißt Lucius. Da fängt es schon an. Der Glückliche, das ist doch schön. Die andere heißt Markus. Naja, deswegen haben sie drei Namen, weil irgendwann man nicht mehr in der Lage war, irgendjemanden von ihnen am Namen zu erkennen. Und Titus Flavius ist wer? Der ist Kandidat für die kambodunische Bürgerschaftswahl oder was war? Sozusagen die Edilen sind diejenigen, die die Zivilverwaltung der Stadt jeweils für ein Jahr klären und dabei durchaus auch mal die Hand in den städtischen Koffern haben können und die gut entlohnt werden für ihren Dienst, sagen wir mal.
Und wie oft hat Titus, ist Titus eher jünger oder wie oft hat er schon versucht, da was zu reißen? Titus ist so um die 40, ein gestandener römischer Bürger und das ist das erste Mal, dass er zum Ädilen gewählt werden will. Ah ja, okay. Gut, dann drehe ich mich zu Vali und sage, das ist einfach nur die Form von Politik. Hier wird jetzt einfach so ein bisschen diskutiert und jeder schaut, wie er das Publikum möglichst toll unterhalten kann, aber bringt hin und wieder auch mal ein paar valide Argumente und dann wird ein bisschen geklatscht, dann wird geschaut, wen finden wir ganz toll und dann darf die Stadt die Ädilen wählen und zu denen würde sich Titus sehr gerne zählen, weil man dafür sehr viel Geld bekommt. Aha, okay. Er will also einer der Ältesten werden der Stadt. Ja. Verstehe. Er sollte aber vielleicht noch ein paar Jahre warten, wenn es nach mir geht. Sein Diskussionspartner schüttelt den Kopf mit einer eingeübten Geste. Seht ihr, ich möchte eher, dass die Bürger unserer Stadt von dem profitieren, wenn ich schon mein Geld etwas zugutekommen lassen will. Und daher würde ich sagen, beginnend mit morgen werden die Thermen für 2 Wochen kostenlos sein für alle, die da kommen wollen, auf meine Kosten. Denkt an mich. Und ich sage, haltet euch rein und sauber. Für 2 Wochen? Für 2 Wochen, 2 mal 8 Tage. Dann sage ich so, das ist ein sehr guter Vorschlag. Dann sage Valio, er will, dass wir kostenlos baden können. Und gucke ihn so, also nach dem Motto so, wer würde für Baden Geld nehmen, weil... Ich bade immer kostenlos. Ja, genau deswegen. Also ich habe es ein bisschen sarkastisch quasi auch gemacht. Okay. So, die beiden trennen sich mit ihren Dingen, die sie da jetzt fertig gesagt haben, gehen in unterschiedliche Richtungen ab, als wäre es ein Theaterstück mehr oder weniger gewesen, sind sofort umgeben von kleinen Grüppchen von Leuten, die was von ihm wollen oder sich mit ihnen unterhalten und führen ihre Zelebrierung von Politik fort, mit der sie sich darüber hinwegtrösten, dass sie nur in der Provinz sind und nicht in Rom selber. Oh, kann ich denen eine kritische Frage stellen? Das kannst du natürlich. Dann frage ich, meine geliebten Herrschaften, wie Sie wissen, ist Campodonum ein wichtiger wachsender Knotenpunkt für die sowohl für unsere Nord-Süd- als auch für unsere Ost-West-Achse hier als Teil des Römischen Reiches. Was gedenken Sie zu tun, damit das auch weiterhin floriert und nicht anfängt zu stocken, wie wir es in den letzten Monaten erlebt haben? Wichtig auf jeden Fall. Beide denken für eine Sekunde nach und Titus schafft es, sich eine Sekunde schneller zu fangen als der andere, Titus Flavius Quintinus. Wichtig vor allen Dingen, würde ich sagen, ist dabei die Pflege der Straßen und der Brücken. Und darin sollten wir investieren und die zahlreichen Servi, die zu diesem Zwecke eigentlich in dieser Zeit eingesetzt werden sollten, speziell nach dem Winter, den wir hatten, wieder ausschicken und nun ja, Dämme sichern lassen, Straßen sichern lassen und für die Sicherheit sorgen. Für die Sicherheit. Es gibt immer wieder Raubüberfälle. Gerade die letzten Wochen hat man wieder gehört, dass einige von den ausliegenden Villae Rusticae tatsächlich angegriffen wurden, dass dort Vieh gestohlen wurde. Vieh. Und einer von den Wachhunden erschlagen. Es sind gute Zeiten für das Reich, aber auch diese können herausfordernd sein, wenn wir uns ihnen denn nicht richtig stellen. Und so sage ich, Straßenbau und Erhöhung der Sicherheit. Straßenbau und Erhöhung der Sicherheit sind die beiden Säulen, auf die ich meine Regentschaft als Ädile fußen lassen würde. Und er schaut rüber zurück, Flavius Valentinus, den anderen. Ich räusper mich ein bisschen und haben wir die Zeit? Wo ist die Basilika? Ja. Wir haben doch. Da ist der Sprachlos, ja. Lässt sich von ein paar Barbaren tatsächlich das unterste Wort kommen. Ich gehe nun, ihr könnt euch ja mit Flavius in der Therme treffen, so ihr heute noch nicht da wart. Und damit gehen die beiden endgültig davon. Ich entschuldige mich bei Valio und sage, tut mir leid, Valio, berufliche Krankheit. Wir gehen weiter zur Basilika. Berufskrankheit, dass ich über das Business unbedingt reden wollte, würde ich sagen. So. Unser Geschäft ist heute ein anderes. Und damit hast du vollkommen recht. Dann bewegen wir uns weiter Richtung Basilika und ich halte Ausschau nach Marcellus.
was du siehst, ist zu deinem Missvergnügen, als ihr das Forum betretet, durch das Eingangsgebäude hinaus auf den großen Platz, rechteckig langgezogen mit einstöckig ringsum auch Säulengängen und zahlreichen weiteren kleinen Läden und Räumen, in denen die unterschiedlichen Schole, also so etwas ja, wie die ja, Gesellschaften von Gleichinteressierten, verschiedene Händlergruppen und dergleichen sich treffen. Was du dort siehst, ist nicht Marius Mercatus, sondern Titus Gavius Crassus. Ist das der, den ich nicht mag? Der vor der Schola, der Fernhändler, der Negotiatoris haushält, sich dort niedergelassen hat, auf einem Stuhl, der für ihn abgestellt wurde und sich dort mit mehreren Leuten unterhält, die gerade in lautes und größtenteils falsches Gelächter ausbringen, als ihr auf die Basilika zuhaltet. Die Basilika, großes zweistöckiges Gebäude am Nordrand des Forums, wo eben die ganze Verwaltung der Stadt stattfindet. Ich möchte den, also unseren Zug gerade nicht aufhalten, aber ich mag Titus nicht und ich gehe schon so vorbei, dass ich ein bisschen mitbekomme, worum es da geht. Nicht, dass er gerade plant, Geschäfte mir irgendwie abzuknüpfen da mit den Legionen, die jetzt neu ankommen werden in der Stadt. Und ich sage euch, erstens, das Militärlager wird welche brauchen und zweitens habe ich gehört, dass einer der nächsten Ideen oder einer der vielversprechenden Kandidaten für den nächsten Ideen in den Straßenbau investieren will und das heißt Servi. Sie werden Servi brauchen. Und deswegen überlege ich tatsächlich, in dieses Geschäft einzusteigen. Ein paar Kontakte habe ich schon geknüpft. Ein Reich wird nun mal erbaut auf starken Rücken. Und diese müssen Straßen bauen, sich um die Tiere kümmern. Also, wenn ihr unliebsame Schuldner habt, und nein, 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 selbstverständlich nicht, wenn ihr unliebsame Kriegsgefangene habt, Spurinus. Sophia, du bist gemutet. Falls ja, sorry, habe ich gerade eben bemerkt. Titus, salve. Die ehrenwerte Erin, was habt ihr da für eine Begleitung? Ist das etwa, stimmt sich hoch, sein Name Crassus, der auf seine Körperfülle durchaus auch anspielt, ist ernst gemeint gewesen. Er ist reich und man sieht das durchaus daran, dass er es sich gut schmecken lässt und das zur Schau trägt. Er richtet sich auf und schaut zu Lunea, eine Seherin, eines von diesen gallischen Zauberweibern. Frauen, Zauberinnen, Zauberfrauen, nicht Weibern. Oh, bitte, sie ist doch sicherlich nicht... Sie ist eine Frau von sehr hoher Fähigkeit und wenn du nicht aufpasst, wirst du verflucht. Ich wäre ganz vorsichtig an deiner Stelle, Titus. Ist der Übersetzer noch da? Ja. Übersetzt er mir das? Ja. Vollkommen okay. Ohne irgendwie eine Regung übersetze das 1:1. Er nimmt vielleicht sogar ein härteres Wort als Weib. Und auch das mit dem Verfluchen höre ich. Ja. Kann ich irgendwie so ein paar Kräuter rausholen und so ein bisschen tun, als würde ich anfangen? Das können, tust du das natürlich. Also, okay, also wie möchtest du das machen? Holst du Kräuter raus? Ich hole Kräuter raus und fange an, sie mir so in die Handfläche zu streuen. Ich meine, das macht überhaupt nichts aus, aber ich gucke ihn dabei sehr ernst an. Und, er setzt sich wieder hin. Ich wollte jetzt hier niemandem zu nahe treten. Vielleicht will ich ihre Dienste in Anspruch nehmen und mir die Zukunft vorhersagen lassen, wie glücklich ein Einstieg in den Handel mit Sklaven tatsächlich wäre. Ich gucke Lunea an, quasi kurz fragend, ob sie darauf irgendwie Bezug nehmen möchte. Weil ich streue einfach weiter meine Kräuter. Sie spricht unsere Sprache nicht. Spricht sie überhaupt? Ist sie taub? Ich habe gehört, sie spricht, wenn es sein muss, mit Leuten, wenn es wert ist. Wenn du vorbeikommen möchtest, um mit ihr Geschäfte zu machen, melde dich gerne bei mir zu Hause. Ich freue mich immer, dich zu empfangen, Titus. Sklavengeschäfte in deinem Gesicht. Was hat sie da getan? Ich würde eine Nacht drüber schlafen an deiner Stelle und dann schauen, ob du morgen mich reich durch deine Sklavengeschäfte auffasst. Das war bestimmt eine Segnung. Das hoffe ich doch. Das hoffe ich doch. Nun, ich hoffe, wir lassen dich zufrieden zurück. Oder hast du noch Anmerkungen, Titus? Oh nein, nein. Spurinus? Titus, ich mach dir keine Sorgen. Ich habe das hier unter Kontrolle. Die beiden sind keine Gefahr. Gut. Vielleicht wollt ihr ja mal bei einer unserer Feiern vorbeischauen. Wir
Hervorragend. Wann? Den guten Spurinus Frontom würde ich vielleicht einladen, wenn es ihn interessiert. Ich lasse einen Läufer vorbeischicken. Es wäre mir eine Ehre. Wunderbar, wunderbar. Dann man sieht sich. Man sieht sich, Titus. Das war kein Freund von dir, oder, Aaron? So würde ich es nicht bezeichnen. Ich kann es nicht leiden, wenn man Witze über mich macht. Und ja, erst recht nicht über meine Profession. Zum Glück macht er immerhin relativ schlechte Geschäfte und lässt sich über, wie heißt das, austricksen. Deswegen lächeln wir einfach mal hin und wieder. Aber was hat sie gemacht? Hat sie ihn verzaubert? Nein. Hast du ihn verzaubert? Wir können doch nicht so dastehen vor den anderen. Ich meine, wir machen uns hier komplett zum Idioten. Ballio, sie kann doch nicht einfach so Leute verzaubern. Ich habe niemanden verzaubert. Sie kann das. Selbstverständlich kann sie das. Und wenn sie meint, dass das richtig ist, dann wird das richtig gewesen sein. Aber hat das irgendwas mit unserer Aufgabe hier zu tun? Es ist einfacher, diese Informationen zu finden über euren verschollenen Prinzen, wenn ihr euch ein wenig an die Gegebenheiten dieser Stadt anpassen würdet. Oder ein bisschen den respektvollen Ton annehmen würdet, den man normalerweise annimmt, wenn man mit römischen Bürgern spricht. Dann kämen wir auch leichter voran. Wer hat hier seine Waffen abgegeben? Wenn wir laufen? Oder reiten. Ach nee, mein Pferd. Ah, naja. So, lasst uns voran. In der Basilika, die ein ziemlich hohes Gebäude ist, mit einem Hauptraum und sehr vielen kleinen Nebenräumen, wo Leute sitzen, die sich gerade mit Schriftstücken beschäftigen, wo Münzen abgezählt werden, wo Leute offensichtlich Anträge erledigen und leise gewisperte Gespräche führen, die genauso an der Grenze zwischen Streit und Flehen sind vor Beamten, die mit steinerner Miene die Köpfe schütteln. Aber was ihr vor allen Dingen auch seht, ist hinten den Marius Marcellus, der sich die Stirn abtupft gerade und überrascht aufschaut, als ihr ebenfalls die Basilika betretet. Ich wende mich an Julius. Julius, du hattest die Waffen doch vorhin an Marius gegeben. Möchtest du ihn kurz fragen oder keine Sorge. Ich lieber? Okay. Keine Sorge, wir kennen uns gut, ja. Also ich gehe auf ihn zu. Marius, Salve, da bin ich nochmal. Iulus Burinus. Was kann ich für dich tun? Ein aufregender Tag. Die Gallier sind zu Gast, immer noch. Und sie sind auf der Suche nach eines ihresgleichen. Und da war natürlich unsere Frage, ob vor ungefähr 8 Tagen jemand hier angekommen ist, der natürlich ebenfalls die Waffen abgenommen hat. Gallier, langes blondes Haar mit Schnurrbart, du weißt ja, wie die aussehen, mit einer Narbe im Gesicht. Ja, ich erinnere mich. Ja? Ein junger Mann, Vedimus? Irgendetwas, ich glaube, das war sein Name. Sind wir in Hörweite? Das ist so 5-6 Schritte entfernt, das heißt, ihr hört das, wenn ihr euch ein bisschen konzentriert, auf jeden Fall. Das muss ja sein. Ich kann euch auch dazu rufen. Ah ja, Vedimus, kann das sein? Venimo, oder? Ah, ja. Es ist tatsächlich, ja, wir haben ihm aber nicht lange die Waffen abgenommen. Er hat einen Bürgen hier in der Stadt gehabt. Ein Bürgen? Ja, einen von den Einkäufern fürs Militär. Ach, man kann einen Bürgen haben und dann bekommt man seine Waffen wieder? Nein, der Bürger hat dann dafür gesorgt, hat ihm gesagt, wo er hin wollte und dann ist er relativ schnell weitergezogen. Ihr habt ja auch einen Bürgen und der deutet auf Iulus Burinus. Mhm, ganz recht. Na gut. Lunea begreift erst jetzt, dass er kein Bediensteter ist. Das ist aber auch, die Römer tragen keinen Schmuck. Ja, wie soll man denn sehen, ob jemand von denen irgendwie wichtig ist oder nicht? Die sehen alle gleich komisch aus mit ihren nackten Gesichtern. Sie sehen generell alle gleich aus, ja. Furchtbar. Das heißt, dieser Vedimus hat die Stadt dann auch wieder verlassen? Sehe ich das richtig? Ich glaube, ja. Aber ich weiß nur, dass ich ihm die Waffen wieder ausgegeben habe, als er mit seinem Bürgen hier ankam und der sagte, dass er ihn aus der Stadt begleiten wird. Marius, wer war denn sein Bürgen? Es war einer der Einkäufer fürs Militär. Wenn ihr mir einen Moment gebt, er schnippt zu einem seiner Bediensteten und lässt sich Aufzeichnungen reichen, wo er kurz eine Liste runtergeht. Martialius Titianus.
Kenne ich den? Also ist das jemand aus meinem Bekanntenkreis? Das ist jemand, mit oder dem unserem. du selten Geschäfte machst, weil der mit halt billigen Waren, aber in großen Mengen handelt. Der verkauft große Mengen an einfachen Nahrungsmitteln und an einen relativ billigem Stoff und an Reparaturmaterial für Zelte und sowas. Das ist jemand, der halt tatsächlich das Militär beliefert. Das ist seine Aufgabe. Und da du dich eher auf die feinen Dinge konzentriert hast, habt ihr selten wirklich so Kontakt. Aber du kennst ihn. Du weißt, dass er viel unterwegs ist, aber dass er auch eine Wohnung hier in der Stadt hat. Mhm, okay. An Marius nochmal, oder Julius, hast du noch eine Frage an Marius? Nun, also der Grund des Aufenthalts stellt uns noch vor Fragen. Hat er dazu etwas gesagt? Und in welcher Art ist er hier angereist? Er kam alleine hierher tatsächlich. Ziemlich mutig. Aber so sind die Gallier. Ja. Mutig bis in den Unsinn hinein. Und meines Wissens nach wollte er kämpfen. Ja. Ah, zu dieser Gruppe Auxiliare. Das die Reitertruppe. Das mag sein. Zu dem Zeitpunkt haben sie noch weiter südwestlich gelagert. Und seither sind sie hier an die Stadt herangekommen in der letzten Woche und haben ein neues Lager aufgeschlagen. Es kann sein, dass er in die Richtung gereist ist. Es kann aber auch sein, dass er beschlossen hat, er wäre nicht der erste Gallier, der eine große Karriere als Schaukämpfer macht, wenn er den richtigen Weg dazu findet. Das heißt, er kam auch zu Pferde dann hier? Oh ja, ja. Nein. Er deutet auf Valio. Er war, wie diese alle sind, ein bemalter Schild und er hat sich bemüht, einen Bart zu tragen. Und er war... Darüber macht man keine Witze. Wann war das? Wann ist er fortgeritten? Das war vor einer Woche. Vor einer Woche? Das heißt, er ist nur einen Tag hier geblieben? Er ist nur einen Tag hier in der Stadt geblieben. So ist es. Oha, dann ist Eide geboten. Wenn ich mir vorstelle, dass er sich zum Kämpfen gemeldet, also zum Schaukämpfen, meine ganz Güte. Ganz ruhig, Valio, ganz ruhig. Epona sagte, heute ist ein guter Tag und wir werden uns Herausforderungen stellen müssen. Die haben wir gefunden. Ich deute auf Ludus und nun kommt der Erfolg, ich bin mir sicher. Ich drehe mich nochmal kurz zu Julius. Julius, weißt du, wo man hier in der Nähe Schaukämpfe betreiben kann, wo man sich damit beschäftigen kann? Ich stecke da nicht so drin. Natürlich weiß ich das. Hier dagegen gar nicht. Das ist hier Provinz. Also wenn dann, wenn du kennst nur tatsächlich Arenen, die entweder in Senatsprovinzen, also die schon länger teils des Reichs sind, stattfinden oder eben jenseits der Alpen. Ja. Also hier in der Provinz findet man eigentlich da gar nichts. Also wenn, dann müsste man weiter in den Kern des Reichs vordringen, aber... Eieiei, was für eine Mission. Ja. Dann können wir nur hoffen, dass er tatsächlich bei den keltischen Reitern ist. Wie spät haben wir es? Es ist Mittag. Mittag. Ja, dann... wie weit ist das Lager entfernt? Das Lager ist nur eine halbe Stunde oder Stunde entfernt. Aber ich weiß nicht, vielleicht wollte er mit Martialius Titianus zunächst sprechen. Ich kann euch nicht sagen, ob er zu der Ala geritten ist oder sonst wohin oder zu einem Rekruten. Die Ala selbst wird ja eigentlich nicht einfach jemanden anheuern als Kämpfer. Da könnte er höchstens als Lagerbegleiter sich um die Pferde kümmern. Und er sah nicht aus, der junge Mann, wenn ich jetzt ehrlich bin, wie jemand, der bereit ist, der Knecht eines anderen zu sein. Ah, der Bürger ist noch in der Stadt. Ich dachte, er wäre mit ihm geritten. Nein, der Bürger hat ihm nur gesagt, wo er hin muss und hat wohl einen Bediensteten mitgeschickt. Martialius Titianus ist in der Stadt. Dessen bin ich mir sicher. Gut, dann werden wir ihn aufsuchen, um diese Sache zu klären. Er hat noch Steuern zu begleichen. Marius, immer auf Zack mit seinen Aufgaben. Ich werde ihn dran erinnern. Marius, vielen Dank für deine Einschätzung. Schön, dass wir uns immer auf dich verlassen können. Was hatte denn Venimo für Waffen dabei? Oh, er trug ein exzellentes Schwert. Eine sehr schöne Arbeit. Ein bemerkenswerter Griff aus Bronze. Der ist mir aufgefallen. Und seinen Schild, den habe ich auch gesehen, der war ungeschützt. Also er hat die Bemalung zur Schau getragen mit einem Fabeltier oder so etwas darauf. Schwer zu sagen, was es sein sollte. Und er verstand kein Lateinisch. Gut, das sieht ihm ähnlich. Wir werden ihn finden. Hab Dank. Einen guten Tag, Julius Burinus. Ebenfalls guten Tag.
Valete. Ja, ich wende mich kurz an die Gruppe. Wie sieht es bei euch aus? Wollen wir hier nochmal kurz auf dem Markt was essen oder wollen wir direkt los zu Martialius Titanus? Ich denke, wir sollten die günstige Stunde nutzen und direkt weiterziehen. Hervorragend. Weiß ich dann, wissen Julius und ich, wo er wohnt? Mhm, das wisst ihr. Also die Stadt hat, wie gesagt, so 2.000 bis 3.000 Einwohner. Aber tatsächlich die römischen Bürger, die wirklich aus Rom und Umgebung sozusagen exportiert wurden hierher, um auch Teil dieser Stadt, die quasi auf dem Reißbrett entstanden ist, zu sein, die leben eigentlich alle in den Insulae. Mhm. Oder weiter draußen auf einer Villa Rustica. Und die kennt man. Nämlich die Karte, okay. Die kennt ihr. Und als ihr euch aufmacht zur Wohnung des Martialius Titianus, würde ich sagen, machen wir eine kurze Pause, damit alle eine Chance haben, sich nochmal was zu trinken zu holen. Liebe Leute im Chat, trinkt auch was. Es ist für alle sehr heiß gerade. Und wir sehen uns gleich wieder. Moment, ich muss eben den Counter wieder anmachen. Und dann machen wir eine kleine Pause. In dem Sinne, passt auf euch auf und bis dahin. So. Willkommen zurück in Campodunum im Jahre 100 nach Christus oder 853, doch, ich war auf dem richtigen Weg. 853 nach Gründung der Stadt Rom ab Urbe Conditas. Wir sind mit einer kleinen Truppe unterwegs. Zu diesen Vieren müsst ihr euch noch einen Übersetzer hinzudenken, der die ganze Zeit zwischen den Kelten und den Römern vermittelt. Und einmal noch eine kurze Vorstellung, zu der ich noch eine Kleinigkeit vorne weggeben soll. Ihr könnt nämlich durch eine Umfrage gleich tatsächlich auch auf den Verlauf des weiteren Spiels ein bisschen Einfluss haben. Es wird jetzt gleich eine Befragung eingeblendet, wenn alles funktioniert mit dem Twitch-Overlay. Und dann könnt ihr etwas entscheiden, was unsere vier Leute hier nachher erwarten wird. Und ganz kurz nochmal die Vorstellung: Valio, gespielt von Stefan, auch bekannt als Steinwallen, unser keltischer Krieger. Seid gegrüßt. Etwas älter, aber mit einem tollen Schnauzbart versehen, auf der Suche nach einem keltischen. In der Tat. So. Ein keltischer Krieger, adlig im engsten Umfeld des Königs unterwegs und leicht lediert am Bein seit der letzten Schlacht, deswegen besonders gerne reitend. Und mit dabei, auch von Pferden angetan, die keltische Seherin Lunea, die auch im gallorömischen Tempel schon war und die vor allen Dingen der Epona, der keltischen Göttin der Pferde, zugetan ist, die Römer einfach adoptiert haben, weil Pferde waren nicht ganz so ihr Ding. Da nimmt man sich gerne mal eine passende Gottheit einfach von jemand anders. Gespielt von Lisa Grimm, Autorin und Rollenspielerin. Du, alles fit wieder? Wir haben alle Leute hier rehydriert, hoffentlich. Ja, meine Stimme nicht so, aber let's go. Wir halten, wir schaffen's. Und auf der römischen Seite als Iulus Spurinus Fronto, Römer, der jenseits der Alpen aus Gründen ein bisschen Zeit verbringen muss. Spielt von Florentin Will. Hallo, salve. Solltet ihr auch kennen als Schauspieler, Moderator, Streamer. Und dann zuletzt das Bindeglied zwischen beiden Welten, Erin, die gallischstämmige Händlerin, deren römischer Ehemann verstorben ist und ihr das Geschäft mehr oder weniger überlassen hat. Und das ist super traurige Geschichte, ja. Ganz tragisch. Gespielt von Sophia Katz, Streamerin, Moderatorin, Künstlerin. Und das ist unsere kleine Runde, die sich jetzt aufmacht. Und auf der Suche ist nach einem Martialius Titianus, der möglicherweise derjenige war, der als letzter den Gesuchten gesehen hat. Bevor wir jetzt dieses Haus dort verlassen, will ich doch noch eine Sache anmerken. Und zwar spreche ich nochmal diesen Amtsmann an. Ja. Ah, bevor ich es vergesse, wir werden ja jetzt in Kürze die Stadt verlassen. Insofern benötige ich meine Waffen wieder hier. Spurinus kann doch hier mein Bürger sein. Das geht doch in Ordnung, nicht wahr? Er hört der Übersetzung von Hilario, dem Bediensteten, zu und schaut dann zu Iulus Spurinus rüber. Ihr verbirgt euch dafür, dass er mit diesen Waffen dann jetzt auch sofortig oder so schnell als möglich die Stadt verlässt und keinen weiteren Schaden anrichtet? Ich soll mich also für ihn verbürgen?
So hatte ich das verstanden. Aha. Kann ich ihm denn vertrauen, diesem Valio? Und ich schaue dich direkt an. Valio meinst du oder mich jetzt? Mich schaust du an? Ja. Ja, was ist das für eine Frage? Natürlich. Also, was erwartet ihr? Die Waffen benötigen wir, falls draußen vor den Toren Schlimmes passiert, falls wir für den Prinzen kämpfen müssen. Mhm. Nun gut, dann will ich gnädig sein, werde mich also für unsere Gäste hier verbürgen. Vielen Dank, Julius. Ich weiß das sehr zu schätzen. Gerne. Und du bist dir sicher? Nun gut. Ich bin mir sicher, ja. Ich habe sie gerade erst verwahrt, dann hole ich sie wieder. Ja. Dreht sich um und kommt ziemlich schnell mit den Waffen wieder. Dann so, hoffe ich euch, dass ich damit auch nicht mehr in der Stadt sehe, guter Mann. Nein. Ich begutachte sie genau, ob irgendwas geschädigt ist. Nein, die sind in einwandfreiem Zustand. Tatsächlich. Gut. Nur war lieber eine Frage, ob er auch wirklich zufrieden ist. Einfach um sicher zu gehen, dass er sich wohlfühlt als mein Gast. Valio, wie fühlst du dich so? Ist alles in Ordnung mit deinen Waffen? Die Waffen scheinen in Ordnung zu sein, ja. Was soll die Frage? Ja. Ich habe mich für euch verbürgt. Lasst mich das nicht bereuen. Ich verstehe diesen ganzen Aufriss nicht und gehe raus. Ich nehme an, ihr haltet dann zu der Wohnung von Martialius Titianus. Ja, Lunea kriegt natürlich auch ihren Bogen. Schön. Vielen Dank, den hatte ich schon längst vergessen. Ich verstehe ohnehin nicht, warum die Jagdwaffe. Die Jagdwaffe ist für die Frau. Er ist sehr verwirrt, als der Bogen an Lunea übergeben wird. Warum nimmt man einer Frau? Ich verstehe es nicht. Ihr bürgt also dann für beide, wenn ich das. Diese. Es heißt ja, dass bei den Galliern zuweilen auch die Frauen in die Schlacht ziehen. Und ich hoffe mich, dass ich mich für sie verbürgen kann, dass sie keine ihrer Waffen, sei es diesseitlich oder übernatürlicher Art, weiterhin anwenden kann. Kann ich mich darauf verlassen? Das ist keine Waffe, um auf Menschen zu schießen. Und hier diese Kräutergeschichten? Das hat sich dann damit auch erledigt. Das war ein Scherz. Ich möchte nicht, dass die Situation für Marius awkward wird und nicke ihm ein bisschen zu und bringe die Gruppe so ein bisschen weg. Ich möchte, gut. Dass mein Ruf... Ja, auch da... Soll mein guter Name dieser Stadt etwas bedeuten, dass ich mich für euch verbürge? Vielen Dank. Auch das möchte ich nicht bereuen. Als ihr hinausgeht, hat sich auch die Versammlung von den Fernhändlern in den Negotiatoris aufgelöst. Und stattdessen kommt eine ältere Frau ein bisschen seitlich heran und murmelt so aus dem Mundwinkel, so als würde sie fast nicht zu euch gehören. Erin, wenn ihr tatsächlich daran interessiert seid, ihn zu verfluchen... Im Moment, Titus, jetzt? Sie nickt, zuckt so halb in der Schulter und schüttelt ihre Palla, sodass du siehst, dass sie mehrere Bleitäfelchen an einem Faden hängen hat. Ich könnte für euch eine Formel fertig machen und dann müsste sie nur in seinem Haus verstecken. Kenne ich die Frau denn? Also ist sie bei mir auch aus Campodunum? Die ist hier aus Campodunum. Das ist Talea, die ist auch... gallorömische Bevölkerung und gilt als ein bisschen seltsam. Und du kennst durchaus auch den Brauch, den viele Römer haben, Fluchtäfelchen zu schreiben, also auf Blei. Diese Täfelchen sind sehr verbreitet, mit denen werden auch Preise ausgezeichnet und Bestellungen in Blei kann man halt wirklich sehr leicht damit formen. Aber wenn man da die richtige Formel drauf schreibt und das irgendwo am Haus des Besitzers verbirgt, dann soll das schlimmste Folgen haben. Ich ziehe es sehr ernsthaft in Erwägung. Und einfach für mich, weil ich möchte ja nicht, dass, falls ich durchsucht werde oder so, bei mir ein Bleitäfelchen gefunden wird, auf dem explizit steht, dass ich Titus verfluche. Ich möchte natürlich, dass das alles sehr diskret passiert, frage sie, weil ich mir nicht mehr sicher bin, wie das funktioniert. Steht denn dann der Name von dem da? Also kann man das auf mich rückverfolgen? Nun, euren Namen würde ich da nicht draufschreiben, aber sein. Sein Name wäre, kann ich den da selber draufschreiben bei... Kann ich eine neutrale Bleitafel haben, auf die ich dann selber bei Bedarf... In denen den Namen einsetzt? Sicherlich. Ja, daran bin ich sehr interessiert. Dann dreht sie sich zu dir um. Ah, es ist
Schön, euch zu sehen. Und drückt ihr ein Täfelchen in die Hand und murmelt dann nur leise ein Dupondius. Gute Frau. Hä? Einen Dupondius, einen halben Sesterz. Ist das viel? Das ist der halbe Tageslohn eines einfachen Soldaten. Von der heutigen Kaufkraft her sind es so 5 bis 10 Euro. 5 bis 10 Euro? Dafür, dass ich Titus verfluchen kann, ich finde, das ist in Ordnung. ich lache etwas wie eben und gebe ihr das Geld und bedanke mich. Gut. Dann hast du jetzt ein Fluchtäfelchen, wo tatsächlich auch schon eine kleine Formel drauf eingeritzt ist. Aber ohne das den ist so, Namen. Dass ich das... Genau, perfekt. Mhm. Ja. Aber du musst das nur fertig machen. Und dann geht es zu Martialius Titianus, wo einer seiner Bediensteten vor der Tür sitzt gerade und Erbsen auspult und überrascht hochschaut, als eure kleine Gruppe auf das Haus zu halt aufspringt, als sich umschaut und dann sagt, der Herr ist nicht hier. Oh, das ist aber schade. Wo ist er denn? Er wirft einen misstrauischen Blick zu Lunea. Will sie meinen Herrn auch verfluchen? Ist das ein Bediensteter einfach? Ich habe es nicht. Ja, das ist einfach begriffen. Ein Diener von Martialius Haushalt, der gerade Küchenarbeiten macht. Okay. Und kenne ich den? Also kann ich den mit du ansprechen? Ich weiß nicht genau. Du kannst ihn auf jeden Fall du sagen. Ja, er ist ein Bediensteter. Man ist in der Regel nett auch zu den Bediensteten eines anderen Haushalts. Voll. Und das ist ein Freier zumindest, kein Servus. Okay. Du brauchst nicht besorgt zu sein. Das sind einfach unsere Gäste und wir suchen eine Person. Sie haben einen sehr wichtigen Menschen aus ihrem Stamm verloren und Martialius könnte uns helfen, ihn wiederzufinden. Also wir benötigen eigentlich sehr dringend seine Hilfe, falls du doch wissen solltest, wo er gerade ist oder er doch irgendwie in Rufweite sein sollte, würde ich mich sehr erkenntlich zeigen und ich hole einen kleinen Taler raus, weil ich ein Ass? Also, wir müssen nicht ins Detail gehen. Eine angemessene kleine Münze. Ja. Das ist ein Viertel Sesterz. Okay. Sicher. Er ist im Bad. Er ist in die Thermen gegangen, Herren. Und seid vorsichtig. Ich habe gehört, dass eine gallische Hexe im Ort ist, die Händler verflucht. Ich dachte, sie wäre es, aber es scheint Nein. ja alles in Ordnung zu sein. Ja, okay, hervorragend. Vielen, vielen Dank. Haben die anderen es übersetzt bekommen? Ansonsten ja. Drehe ich mich zu der Gruppe um und sage denen, dass das alle Bescheid wissen. Ach so, soll ich das nochmal sagen? Musst du nicht, die wissen alle Bescheid, die schweigen nur. Oh, im Badehaus, da wollen wir natürlich nur sehr ungern stören. Das ist ein Ort der Ruhe und Entspannung. Ja. Das ist es andererseits alt unser Anliegen sehr. Und Julius, also die Badehäuser sind tatsächlich etwas, was die Römer vorzüglich können. Also eure Badehäuser sind natürlich, also das ist ein Bauwerk, auf die kann man nur stolz sein. Da wirst du mir doch recht geben. Nun ja, und ich drehe mich auch zu den Galliern. Man kann natürlich ein solches Provinzbadehaus nicht im Ansatz mit einem Badehaus aus Rom vergleichen. Die Aquädukte dort leiten frisches Wasser aus den Bergquellen direkt mit in die Stadt. Wohingegen hier wäscht man sich im Dreck des Vordermanns. Das ist nicht zu vergleichen, aber auch für euch Gallier bestimmt auch eine Verbesserung. Von daher könnt ihr euch das gerne mal ansehen. Also ich sage den beiden einfach nur, wenn wir die Zeit haben und wenn wir sowieso auf ihn warten müssen, würde ich euch empfehlen, dass wir da einmal vorbeischauen. Na gut, lasst uns rein. Seid ihr denn interessiert? Ah, ich sehe Zweifel. Nun, meine Zweifel sind gänzlich moralischer Natur. Sollten wir mit den Waffen nicht direkt die Stadt verlassen? Ich möchte ungern, dass unser lieber Bürgen Ärger bekommt, wenn wir nun baden gehen. Oh, Lunea, das ist ein guter Punkt. Also, ich... Ach nein, das ist kein Problem, solange ihr nichts anstellt. Wie gesagt, ich verbürge mich ja dafür, dass ihr keinen Unsinn macht. Es sei denn, ihr habt Unsinn im Sinn. Wenn nicht, ich möchte hier sollte das kein Problem sein. Dass ich meiner Hinweispflicht nachgekommen bin und etwaige Probleme gänzlich auf deinen Schultern lasten werden. Ich schlage vor, wir gehen ganz kurz, das ist ja jetzt eine Provinzstadt, ist ja nicht riesengroß. Ich würde sagen, wir gehen ganz kurz zu mir, legen die Waffen bei mir ab, damit uns niemand was belangen kann, niemand das bei euch aus dem Spind klaut.
aus eurem Fach da klaut, damit ihr euch auch sicher fühlt. Und dann gehen wir einfach direkt weiter in die Thermen. Was haltet ihr davon? Dann können wir die Zeit aber auch gleich nutzen, ein Bad zu nehmen, oder nicht? Bevor wir aufbrechen? Wir sollten so schnell wie möglich mit diesem Mann sprechen. Und wenn es im Bad ist, dann eben im Bad. Ich habe nichts dagegen. Gut. Also wird der Plan umgesetzt. Ihr geht kurz zurück zu Erins Haus. Dort werden Waffen abgelegt. Ist doch das Fluchtäfelchen da? Am Ende verfluchst du dich selbst. Solange du da meinen Namen nicht reinsetzt, wird das schon okay sein. Ich behalte das Fluchtäfelchen bei mir, weil ich zu große... wenn das Fluchtäfelchen in meinem eigenen Haus ist, da habe ich keinen Bock. Dafür bin ich zu abergläubisch. Ich nehme das entweder mit oder ich lasse das in so einer kleinen... Ich habe da so vor meinem Haus... Also ich habe ja natürlich einen kleinen, nein, nicht Wall, aber so eine Mauer in meinem Haus. Und da gibt es so einen Stein, der so ein bisschen locker ist. Ja, du kannst, du hast auf jeden Fall ein Versteck für wichtige Dinge. Ich verstecke das Täfelchen. Gut. Und dann geht es in Richtung Thermen. Das ist der große Gebäudekomplex, wie Lunea und Erin dann feststellen, der nordöstlich vor der eigentlichen Stadt liegt. Groß ummauert ist und vor allen Dingen sich dadurch auszeichnet, dass dort sich ein Menschenauflauf befindet. Da haben sich zahlreiche Leute eingefunden und scheinen sich zu streiten und in der Mitte sind die Stimmen tatsächlich ziemlich laut geworden. Beim Bad? Beim Bad, ja. Okay, aber für mein Vorstellungsvermögen war Leos immer noch auf dem Pferd, oder? Schon wieder, ja. Also jeder Weg, der möglich ist, den reite ich, ja klar. Okay, ich sehe uns da. Genau. Diese Menschenmasse zu laufen. Du zu Pferd. Ich schaue so ein bisschen vom Pferd herab. Was ist da los? Was hört man? Was hören wir denn? Also was nehmen wir wahr, wenn wir kommen da an? Also ich höre gerade nicht. Das Erste, was ihr hört, ist vor allen Dingen so ein Nein, das hat man uns versprochen. Das kann man jetzt nicht einfach zurücknehmen. Wir haben gehört, es soll umsonst sein. Und ihr verlangt von uns hier immer noch einen Quadrans für jeden? Was für ein Unsinn. Er verlangt immer noch tatsächlich Geld. Er ist allein in seinem kleinen Scheißhäuschen. Tatsächlich haufenweise Bürger und ihre Bediensteten, die sich da drängeln und offensichtlich erwarten, dass die Therme sofort umsonst ist. Oha. Und ist in dieser Menschenmenge auch unser gesuchter Martialius dabei? Du schaust dich um und versuchst ein bisschen einen Überblick über das Ganze zu bekommen und du kannst ihn nicht sehen, nein. Das sind tatsächlich größtenteils einfachere Leute, nicht die Reichsten, die halt eben darauf hoffen, dass sie jetzt kostenlos in die Therme gehen können. Und ihr seht, vor dem Gebäude, also sind quasi in so einem Säulengang, der den Eingangsbereich des Gebäudes flankiert, eingelassen. Rechts und links Taverne und kleine Läden, die verschiedene Materialien für das Reinigen des Körpers anbieten. Da sind Xylospongien, das sind Schwämme am Stiel, mit denen man sich den Hintern sauber macht, und Öle und Strigili, mit denen man sich Öl und Sand von der Haut streifen kann und dergleichen. Also tatsächlich alles Mögliche angeboten wird und dass die schon anfangen, sorgenvoll ihre Waren ein bisschen besser wegzuräumen oder beziehungsweise einer davon einfach Weinbecher ausgibt und Geld kassiert und damit die Stimmung sicherlich noch deutlich weiter anheizt. Und einen einzelnen, etwas inzwischen verzweifelt wirkenden Mann, der vor dem Eingang steht, neben so einem kleinen Kassen, tatsächlich Anbau, der wie ein Kassenhäuschen da gedacht ist, so, nein, ich habe keine Weisung bekommen. Hört mir zu. Nein, ruf jemand einen von den Wachen, bitte. Ihr könnt nicht einfach hier reinkommen, ohne zu bezahlen. Zurück, ja. Zurück mit dir, zurück. Also ich gehe auf den zu, auf diesen Zahlmeister und versuche da so ein bisschen Platz zu machen. Platz da, Entschuldigung, Platz, bitte. Hier ist zahlende Kundschaft. Ja, zahlende Kundschaft. Versuche mich da so durchzudrängen. Du versuchst dich da durchzudrängen. Möchtest du versuchen, die Leute irgendwie zu beeinflussen? Wie viele Leute sind das denn da? Also einfach zum Fragen. Sind so 2 Dutzend Leute, würdest du sagen. Soll ich vorangehen? Auf deinem Pferd? Ja, genau. die ersten Leute drehen sich auch um und schauen erstmal dem Pferd vor die Nase und vor die Brust und dann hoch. Sichtlich verwirrt von der Szenerie, die sich hinterbietet mit einem keltischen Krieger auf dem Rücken eines Pferdes. Immerhin unbewaffnet, zur Beruhigung aller.
Und die Blicke wandern dann weiter, auch über Lunea, dann zu Iulus Spurinus, und dann wirken sie fast ein bisschen beruhigt. Und ein paar von denen machen dir auch Platz. Oh, Entschuldigung, Herr, Entschuldigung. Also ich schaue zu Spurinus und weise so auf die Menge hin. Na, soll ich da reinreiten? Also, wie gesagt, ich bürge immer noch für euch. Eine solche Aufruhr ist jetzt wahrscheinlich nicht in unserem Interesse. So, was ist denn hier los? Habt ihr denn nicht die guten Argumente des Flavianus gehört? Dass ein offenes Badehaus für alle keine gute Idee ist. Die Finanzen müssen momentan anders investiert werden. Wir haben das Gespräch selber nicht gehört. Es hat nur jemand gesagt, dass vorgeschlagen, also dass versprochen wurde, dass 2 Wochen lang die Thermen umsonst sein sollen. Ach nun ja, diese Männer versprechen viel, aber das ist doch noch nicht in Kraft getreten. Das gilt nicht. Also meines Wissens nach, er schaut sich um und schaut dann auf ein paar Notizen, die er so in dem Klapptäfelchen hat, gilt das ab sofort. Das geht nicht ab sofort, das ist doch, denk doch mal auch an auch die Truppen, die hier vor der Stadt liegen, die für uns kämpfen. Die wollt ihr einfach so im Stich lassen. Denkt doch mal nicht nur an euch. Tatsächlich gucken sie jetzt ein bisschen betroffen hin und her, als du an ihren guten Bürgerwillen tatsächlich versuchst, irgendwie Ansprache zu halten. Und wir können ja mal schauen, wie gut du sie überzeugen kannst. Mit einer 69. Also du hast Überzeugen 60, aber du hast rohes Charisma einfach nur 80. Also ich würde sagen, das ist so in dem Bereich, wo es semi gelungen ist damit. Und das, so ein paar von denen machen ein paar Schritte zurück und ein anderer sagt, aber Herr, man, ihr seht ja auch, dass man die Herzen des Volkes erkaufen kann damit. Braucht ihr vielleicht einen Bediensteten im Bad? Nun, wisst ihr, das Badehaus ist eine römische Institution, die auch etwas kosten kann. Schaut euch diese Gallier an. Sie baden im Fluss oder in einem Tümpel oder wo auch immer. Aber wir hier als römische Bürger, wir können uns diesen zivilisatorischen Fortschritt auch etwas kosten lassen. Ich deute dafür an, dass das nicht übersetzt arbeiten. Werden soll. Hilario nickt schon, neigt sich dann zu Valio hoch und sagt, ich verstehe gerade nicht genau, was er sagt, dass es irgendwas sehr römisch-spezifisches. Irgendwas mit Steuern, glaube ich. Es bildet sich so eine kleine Schneise. Die ersten Leute gehen euch auf jeden Fall aus dem Weg. Andere starren das Pferd an. Und jemand im Hintergrund fragt, der will doch nicht, dass mit dem Pferd in die Therme gehen. Also verschwendet nicht hier eure Zeit, sondern arbeitet lieber und mit dem verdienten Geld könnt ihr auch dann in die Therme. Ja, wenn ihr uns Arbeit gebt, ruft jemand hinten. Dann sag ich, ich versuche was zu sagen. Dann sag ich, meine lieben Mitbürgerinnen und Mitbürger, ich glaube, auch gehört zu haben, dass ab heute die Therme kostenlos gewesen wäre. Aber scheinbar hat die Person ihr Versprechen nicht eingelöst und anstatt das auf euren Mitbürgerinnen und Mitbürgern auszutragen oder von uns jetzt etwas einzufordern, solltet ihr das vielleicht in eure Wahlentscheidung einfließen lassen, wenn nächste Woche die Ägiden gewählt werden. Es will, die Blicke gehen hin und her. Offensichtlich hat er gelogen. Und die ersten Leute ziehen ab, vermutlich so leicht weinselig gelaunt, vermutlich, um sich bei der Person zu beschweren, die das eigentlich versprochen hat und nicht eingelöst hat. Und ihr seht sichtlich, wie der Türhüter der Therme aufatmet im Hintergrund und dann sich mit dem Rand seiner Toga die Stirn abtupft. Dann auch Gesten zu euch macht. Normalerweise würden gemischt geschlechtlich würde man jetzt nicht in die Therme gehen. Aber wir können mal die historische Realität beugen, sag ich mal dafür. Ja, sonst hätte ich gesagt, Julius regelt das und ich entspanne mich eine Runde mit Lunea. Das könnt ihr natürlich auch gerne machen, wenn ihr das so halten wollt. Und irgendjemand muss das Pferd hüten, denn das darf nicht mit rein. Oh, das stimmt. Valio, ich glaube, es ist offensichtlich, dass dein Pferd diesmal nicht mit rein darf. Ja, Wanda bleibt hier. Aber was ist das für ein Gebäude? Ihr badet hier? Ja, das ist das Badehaus. Aber hier kann man nicht nur baden, sondern auch sich unterhalten, Zeit verbringen, schöne Dinge genießen, Vorträge anhören oder sich einölen lassen. Einölen? Valio, ja. Weil du der Gast des Hauses bist, lade ich dich ein. Dann einmal für 2, bitte.
Ein Semis, der Herr. Ja, ich gebe einen Semis. Du gibst ihm eine kleine Münze, ja, oder gibst ihm eine größere und er muss rausgeben. Und ein Semis ist ein halbes Ass. Und damit ein Achtel des Herz, das wir, wissen wir alle, ohne nachzuschauen in unseren Notizen. Gut, also du bezahlst einen Semis für den Eintritt für euch beide und wirst dann eingelassen. Vor euch liegt zunächst einmal die Palästra, nachdem ihr den Eingang hinter euch gelassen habt, was ein offener Bereich ist, wo Leute gerade Lust wandeln mit hölzernen Sandalen und auch zu, in weiten Fällen unbekleidet und einige im Hintergrund Sportübungen machen. Und links geht es zu dem Raum, wo man sich entkleidet, um dann in die eigentlichen Baderäume zu gehen. Also ich würde Valio da einweisen und mit ihm zusammen die klassische Prozedur durchlaufen. Ja, allerdings ziehe ich meine Hose nicht aus. Ihr seid in einem Umkleideraum, wo alle Leute ihre Kleider ablegen. Da sind Fächer dafür, hölzerne tatsächlich angebracht. Ja, ich ziehe meinen Mantel aus, ich ziehe mein Hemd aus und dann ziehe ich meine Schuhe aus. Valio, ich bitte euch, das ist ein Badehaus. Hier muss man sich für nichts schämen. Unser gottgegebener, gestellter Körper kann hier sein, wie er sich gehört. Ja, ich schäme mich auch nicht. Also, was denkt ihr? Nein, nein, aber die Hose... Ja, das ist eine Sache, die versteht ihr Römer nicht. Ihr tragt keine Hosen, aber das ist nicht so einfach. Lasst uns mal gehen. Wie? Ich bin mit der Hose schon so oft baden gegangen, in den Fluss gegangen. Moment, das heißt, ihr kommt nicht aus eurer eigenen Hose raus? Doch, doch. Aber, naja, lasst uns mal gehen. Das wird ja jetzt hier niemanden stören, oder? Ja, üblich ist es nicht und ich denke, es würde euch auch mal gut tun, sich vielleicht auch einmal an andere Kulturen vielleicht etwas anzupassen. Es gibt mehr in der Welt als nur euren Badefluss oder was auch immer. Ja, deswegen bin ich auch hier und ihr seid nicht bei uns. Nur gut, dann von mir aus. Okay. Ihr betretet Iulus, wie es sich gehört, unbekleidet. Und Valio mit seiner wunderschönen, bunten Hose. Den ersten. Die im Übrigen auch ziemlich schmutzig ist. Und deine Vorhersage, dass das niemanden stört, ist relativ zu sehen, denn alle starren dich sofort an. Fassungslos. Du siehst Münder offen stehen, jemandem fällt tatsächlich der Trinkbecher aus der Hand. Ein Mann. Tatsächlich einer der wenigen, der bekleidet ist, der eine sehr kleine, leichte Tunika trägt, ein Servus der Thermen, kommt herbeigeeilt und reicht euch Sandalen, hölzerne, für die heißen Böden weiter hinten und starrt dabei unverhohlen die ganze Zeit auf Valios Hose, was den Effekt hat, dass er die ganze Zeit Valios Schritt und Knie und Oberschenkel anstarrt, aber er kann sich offensichtlich nicht beherrschen. Ja. Bei mir ist das auch höchst peinlich und ich versuche Blickkontakt zu den anderen zu vermeiden. Du hörst auch, das Getuschel ist das Iulus Borinus. Der hat einen Barbaren mit ins Bad gebracht. So, dann wollen wir mal in das erste Bad, in den ersten Raum. Das Frigidarium. Rein. Das hat tatsächlich großzügig angelegt, zwei Becken, eins, in das man sich setzt und einem, in dem man tatsächlich so ein paar Schwimmzüge machen kann. Das ist mehrere Schritt lang und da sind auch einige Leute, die dort auch untertauchen und stoisch die Kälte ertragen des Wassers. Der nächste Raum wäre dann das Tepidarium, wo der Boden heiß ist und wo man einen Brunnen hat, an dem man sich bedienen kann. Und dann das eigentliche, das Caldarium, das Herz des Bades, das Heißwasserbad. Das heißt, rein theoretisch müsstet ihr ja anfangen, kurz das kalte Wasser nutzen und euch reinigen lassen auch, wenn ihr einen Servus dazu holt oder euch einölen und dann weiter vordringen. Aber du hältst wahrscheinlich auch gleichzeitig Ausschau nach dem Gesuchten, nach Martialius Titianus. Ja, auf jeden Fall, aber ich versuche das Protokoll jetzt nicht noch weiter zu brechen, sondern versuche schon den normalen Durchlauf zu machen. Ja, das heißt, Iulus steigt ins kalte Wasser und andere Rücken beiseite und machen ihm Platz. Das tut Valio. Das erfrischt die Geister und die Sehnen. Gehe natürlich hinterher und benetze mein Oberkörper. Ein Thema. Bin ich gewöhnt, kaltes Flusswasser. Und reibe so ein bisschen meine Hose ab.
Reibe sie ein bisschen sauber. Die restlichen Bürger, die im Bad sind, rücken alle von dir ab und lassen dir Platz, wenn sich so Wölkchen im Wasser um dich verbreiten. Genau. So, aber wo ist der Mann, den wir suchen? Habt ihr ihn schon gesehen? Ach, immer mit der Ruhe, das braucht einen Moment. Das ist ein wichtiger Moment, dass sich der Körper auch daran gewöhnen kann. Valius. Iolus Burinus, ihr seht aus, als müsstet ihr was zu trinken nehmen. Jemand reicht dir einen Becher. Ach ja, bitte, gerne. Da sage ich nicht nein. Du nimmst den Becher, der Iolus gereicht wird. Es ist mit Wasser verdünnter Wein, aber ein guter tatsächlich. Hm. Es geht ein leises Getuschel durch die Reihe. Eins könnt ihr Römer Wein machen. Das muss man euch lassen. Der ist wirklich gut. Das erste Mal für ihn in einem Badehaus. Für uns Römer ist das ganz natürlich. Das ist wie der Sonnenaufgang, das gehört dazu. Ihr habt tatsächlich echt einen Barbaren mit ins Badehaus genommen. Ihr scheint ja mit größter Geduld und Gnade gesegnet zu sein, Iolus Burinus. Allerdings, es ist nicht leicht, so offenherzig zu sein, wie ich es bin. Aber ich denke, dass jeder die Möglichkeit haben sollte, die römische Kultur zu erfahren. Irgendjemand weiter hinten murmelt, ich sage immer noch, dass es ein Fehler war, ihn zu ermöglichen, das Bürgerrecht zu bekommen. Andere Leute, hör nicht auf sie, Valio. Valio versteht vermutlich kaum ein Wort. Bürgerrecht, keine Ahnung. Aber hier ist kein Martialius. Das heißt, vermutlich geht ihr weiter durchs Tepidarium. Ja, wir gehen ins nächste Becken. Das Tepidarium, der Boden hier ist beheizt. Das heißt, ich gehe fest davon aus, Iolus hat direkt die Sandalen angezogen, die so schwere Holzsohlen haben, mit so einem Klock, 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 Klatsch da durchläuft. Valio, hast du dir diese komischen Schuhe angezogen oder gehst du barfuß? Nee, die habe ich mir angezogen. Das ist ganz gut, weil sie teilweise meine Narbe verdecken. Mhm. Dort unten am Fuß. Deswegen war ich ganz dankbar. Ja. Und da ist vor allen Dingen ein Brunnen, ein paar Leute warten hier und ihr könnt schon sehen ins Caldarium, wo einige sehr entspannt im heißen Wasser sitzen, aber kein Martialius im heißen Wasser. Und auch als ihr dann klack, klack, klonk, klonk durch das Tepidarium gegangen seid und euch umschaut, auch kein Martialius, der in der Ecke verborgen steht, neben einer der kleinen Statuetten dort, kein Martialius, der aus dem Wasser auftaucht, er ist einfach nicht hier. Einer von den Gästen schaut euch fragend an, als ihr euch umschaut. Steht dann plätschernd auf, ächzend, steigt aus dem Wasser. Iolus Burinus. Ah, Marius. Interessant. Eure Begleitung, meinte ich. Allerdings, ein Gast. Er ist gerade dabei, die Vorzüge der römischen Kultur zu genießen. Währenddessen bin ich ganz verwundert am Warmwasser, sowas habe ich noch nicht gesehen, bin total perplex und schrecke so ein bisschen davor zurück, aber bin auch irgendwie neugierig und steige dann mal weiter rein. Das ist warmes Wasser. Das ist also bizarr. Du fragst dich, wie wird das geheizt? Gibt es hier irgendwo ein Feuer, das verborgen ist? Und tatsächlich steigt große Mengen Dreck von deiner Hose auf, die in dem warmen Wasser sich leichter lösen und alle anderen Gäste steigen und so, wir sind eigentlich fertig, ich habe noch Geschäfte zu erledigen. Ach, so spät schon, aus dem Wasser raus und gehen an Iolus vorbei. Ja, und ich vergesse für einen Moment diese ganzen Angelegenheiten und mache es mir so richtig gemütlich, weil das habe ich wirklich noch nicht erlebt. Vor allen Dingen stellst du fest, dass das die Schmerzen lindert. Oh ja, richtig. Das ist ziemlich angenehm. Und einer von den anderen sagte, hat Martialius, ja, genau zum rechten Zeitpunkt, hat den Raum verlassen. Oh, ist er noch hier? Der ist ins Dampfbad gegangen. Ah, da kommen wir auch gleich hin. Ja, dann lasse ich mich auch nieder zu, Valio. Mit einem Blick der Überlegenheit, wenn ich seine Entspannung bemerke. Ah, das ist doch herrlich. Ach, wisst ihr, falls ihr eines Tages die große Ehre habt, nach Rom zu kommen, müsst ihr dort unbedingt auch ein Badehaus besuchen. Das ist nochmal etwas ganz anderes. Es ist diese Provinzanstalt etwas ganz anderes, aber... Was ist denn da noch besser? Ist das Wasser noch heißer? Ach, sauberer vor allem.
frisches Wasser aus den Bergen direkt, ständig gewechselt, größere Anlagen. Und natürlich, es gibt dort auch die Möglichkeit, Veranstaltungen zu hören, Musik, Redner, Philosophie, Theater, Kunst. Ach, es ist was anderes. Aber naja, die Provinz ist die Front und den wahren Krieger zieht es eben an die Front. So ist es nun mal. Rom braucht es keine Krieger. Ihr braucht es hier. Ihr seid Krieger? Nun, im Herzen ja. Es ist, wisst ihr, die Götter schenken uns ein Leben, aber wir haben sie zwei gegeben. Und das zweite will noch nicht so ganz passen. Wie eine zu kleine Sandale. Aber damit werde ich mich abfinden müssen. Vielleicht. Ihr sprecht in Rätseln, Römer. Gegen wen habt ihr gekämpft? Wo und wann? Mit welchen Waffen? Ach, allerhand. Mit der Waffe der römischen Legion. Wir waren eine Einheit. Meine Kameraden und ich. Das Lagerleben, dieser Zusammenhalt. Jeden Monat neue Orte. Das war eine tolle Zeit. Und wir haben viel erlebt. Es war für mich das Größte, die Ehre und das Ansehen, das damit einhergeht. Und das Wissen, dass man etwas Gutes tut und für die Bürger Roms kämpft, an Orten, die sie vielleicht nie kennenlernen werden. Aber ich sehe, ich gucke seinen Körper an, ich sehe überhaupt keine Narben an euch. Was ist denn das? Bei uns gibt es keinen Krieger ohne Narben, schaut mich an. Mein Oberkörper ist voller Narben und was. So sehen Krieger aus. Nun, mein lieber Valio, nicht jede Narbe wird in Fleisch geschlagen, wisst ihr. Ich stand einigen Soldaten voran. Ich habe sie befohlen im Kampf, bis es zu Ende war. Und ich nun, wisst ihr, es ist nicht römische Natur, nach hinten zu schauen, sondern immer nach vorne. Die Möglichkeiten und Gelegenheiten der Zukunft zu nutzen. Und deswegen. Und eure Waffen sind jetzt auch in der Basilika? Wisst ihr, ein scharfer Verstand verliert niemals seine Schärfe. Das ist die wichtigste Waffe. Ich bin jederzeit bereit, sie einzusetzen. Vielleicht sogar bald in den neuen Bestrebungen des Reichs hier in Gallien. Ah, und den habt ihr auch in der Basilika abgegeben. Worüber Basilika sprechen wir? In der Ecke sitzt Hilario, der vollkommen unauffällig euch bisher begleitet hat und das ganze Gespräch gerade übersetzt. Und der nur sagt, er musste nichts in der Basilika abgeben. Er hat nichts in der Art. Draußen vor dem Bad, während ihr drinnen philosophisch über Waffen und Wunden redet, seht ihr ein paar Frauen tatsächlich auf Erin und Lunea zukommen, die dort ein bisschen Lust wandeln und die leise untereinander murmeln. Und dann eine von ihnen näher kommt, die gallische Gewandung, keltische Gewandung trägt und sichtlich schwanger ist, also mit gewölbtem Bauch. Und auf euch zukommt mit einem etwas schüchternen Lächeln und sich dann vorneigt und fragt, ich habe gehört, dass ihr eine Seherin seid und dass ihr nach den alten Wegen gelernt habt und nicht nach den römischen. Korrekt, ich diene der Göttin Epona. Ich würde euch, würdet ihr vielleicht für mich, ich habe ein paar frische Zweige gebrochen, könntet ihr aus ihnen für mich lesen, wie, sie berührt mit der Hand ihren Bauch, wie es verlaufen wird? Werde ich das Kind gesund zur Welt bringen? Wie wird es mir gehen? Ob es ein Mädchen wird oder ein Junge? Was ihr sehen könnt, was sie euch sagen wollen? Selbstverständlich. Sie reicht ihr mehrere frische Apfelzweige, die sie offensichtlich gebrochen hat. Mhm. Und schaut erwartungsvoll und dann zieht sie einen Ring hervor, den sie dir überreicht. Einen kleinen gewendelten Bronzering, der offensichtlich als Gabe für dich gedacht ist. Ich lehne die Gabe ab. Oh, aber... Nein. Danke. Und dann nehme ich die Zweige und breche sie, oder? Die hat man dann so in der Mitte durchgebrochen? Die werden gebrochen. Es gibt bemerkenswert viele Arten und Weisen, die Zukunft zu lesen in irgendeiner Form. Und eine davon ist aus Zweigen und wie sie gebrochen werden und wie genau das aussieht. Ich schätze, das müssen wir uns jetzt vorstellen. Aber dann nimmst du das Bündel an Zweigen und brichst sie und schaust, welche brechen und auf welche Art und Weise. Und wie viele Fasern rausstehen, da kann man ja auch bekanntermaßen etwas lesen.
Und untersuchst das? Mhm. Darf ich mir jetzt ausdenken, was dieser Frau passiert? Das kannst du gerne machen. Also du hast auf jeden Fall eine klare Vorstellung davon, deinen Regeln nach. Und das ist ein relativ unentschiedenes Schicksal, aber die Frage ist, wie möchtest du ihr das verkaufen, dass es nicht sicher ist, ob sie das gesund überstehen wird, deiner Vorhersage nach. Ernsthaft jetzt? Oh, das ist hart. Du, das ist die Frage, wie du es ihr sagen willst. Also du liest daraus, dass es nicht sicher ist, dass alles gut geht. Dass das Schicksal noch unbestimmt ist. Ich sehe eine große Herausforderung auf euch zukommen. Aber ich denke, mit Mut und Glauben und vielleicht einem kleinen Opfer an die Göttin sollte es zu meistern sein. Sicherlich. Was würde dir empfehlen? Soll es ein Lamm sein oder ein Hammel oder gar etwas Größeres? Ich schaue mir die Zweige auch mal an. Etwas Größeres wäre gut. Ah, okay. Dann werde ich sehen, was sich machen lässt. Vielen, vielen Dank, gute Seherin. Gerne, gerne. Und vielen Dank, Erin. Dafür nichts, ich habe nichts getan. Oh, sie ist doch sicherlich euer Gast. Ja, das ist sie. Danke. Ich freue mich sehr, sie als Gast zu haben. Danke, dass wir das in Anspruch nehmen durften. Sehr gerne. Gehen weiter und murmeln leise. Und du siehst noch neugierige und auch dankbare Blicke von den restlichen Frauen, die zurückgeworfen werden zu Lonea und durchaus auch von römischen Damen, die sichtlich interessiert sind an der Seherin, die Zukunft vorhersagen kann. Lonea, kommen häufig Menschen, also vor allem auch Frauen, zu dir für solche Lesungen, auch römische Frauen? Nun, ich habe mich jetzt eine ganze Zeit nicht im römischen Gebiet aufgehalten, aber als damals bestimmt, oder? Naja, bestimmt. Durchaus. Man weiß, dass durchaus auch schon Prinzipis, dass Herrscher auch schon gallische Seherinnen befragt haben. Der vergöttlichte Julius Kaiser selbst soll auch welche befragt haben. Insofern ist das durchaus en vogue immer noch unter Römern, mal so eine seltsame Gestalt zu befragen. Ich beobachte und finde das sehr interessant und überlege direkt, ob man das monetarisieren kann und wie viel Zeit uns bleibt, bis die Männer aus der Therme rauskommen. Ob wir nicht kurz hier spontan was aus... Wie viel Zeit? Haben wir jetzt eine Mission oder warten wir nur auf die... Ihr wartet darauf, dass die Jungs wieder aus der Therme kommen. Ich gucke Lonea so an und frage so, während wir hier sowieso sind, sollen wir mal kurz was ausrufen? Also ist das ein Problem für dich, wenn wir hier so ein bisschen noch ein paar Taler verdienen nebenbei? Ich würde ungern die Gnade der Göttin ausnutzen, um weltliche, also um Geld zu verdienen. Na gut. Sollen wir es ausrufen, ohne Geld zu verdienen? Nee, du wirkst erschöpft, Lunea. Wir verschieben das aufeinander mal. Und ich bin nicht, also ich lasse sie nicht spüren, dass ich enttäuscht bin, aber in mir nagt es natürlich total, dass wir das jetzt nicht, dass wir kein Geld rausgeschlagen haben. Du hast ja auch schon gesehen, sie hat den Ring sogar abgelehnt, den die Frau ihr freiwillig geben wollte. Das ist unverständlich. Diese Gallia. Weißt auch nicht, irgendwo wo du endet mein Verständnis für hast. Drinnen im Bade. Ihr seid ordentlich durchgeglüht im Kaldarium. Die Fingerspitzen fangen an, runzlig zu werden. Erste andere Leute sind reingekommen, sehen die Szene, aber sie werden erst der Tatsache gewahr, dass das Wasser, das fließt zwar auch beständig durch, aber es dauert ein bisschen, das ist nur so ein kleines Rinnsal, das da reinkommt, dass der Dreck wieder weggewaschen wird und dass da jemand mit der Hose drin sitzt. Und ihr wisst jetzt, dass ihr ins Dampfbad müsst, um euren Martialius Titianus zu finden. Nun, ich denke, es ist Zeit für die nächste Etappe. Dann lass uns mal ins Dampfbad gehen. Das wird dich beeindrucken. Dampfbad? Das hat tatsächlich eine Tür, die, als ihr sie öffnet, für Valio in eine weiße Nebelwelt führt. Da ist ein Tor in die Anderwelt, in die Unterwelt. Da gehe ich nicht rein! Was ist das? Valio, das ist Dampf. Keine Sorge. Nein, das tut dir gut. Nein, da gehe ich nicht rein. Valio, das tut dir gut. Geht voraus. Mir. Mach die Tür zu. Die ich Wärme bleib, ich geh voraus. Ja, Entschuldigung. Ich gehe voraus. Ich lege mich wieder ins warme Wasser.
Bin allerdings ziemlich irritiert und doch verängstigt. Na gut, dann schließe ich die Tür dahinter und ja. Nimm mir einen Platz. Ich schaue, ob ich direkt Martialius finde. Du schaust dich um und du findest ihn tatsächlich in dem Nebel. Aber du musst halt sich quasi so, es ist schlecht beleuchtet, es ist sehr dampfig, ein bisschen vortasten. Ringsum glitschige Marmorbänke, auf denen ein, zwei Leute sitzen. Und hinten hörst du, gute Güte, ganze Dampf entweicht hier. Ja, das tut mir leid. Ich bürge für diesen Gallier und habe versucht, ihm ein bisschen römische Kultur beizubringen. Aber nun ja, wie der Baum gewachsen ist, kann man auch nicht ändern. Interessant. Was habt ihr da für eine kuriose Gestalt mitgebracht? Ja. Und warum überhaupt, mein Guter? Nun, er ist gerade auf der Suche nach einem seiner Freunde und hat sich an Erin, eine Herren, gewandt. Nun ja, ein Gast. Die Gastfreundschaft steht in unserem Haus natürlich weit oben. Was kann ich für euch tun, mein Guter? Nun, mir ist zu Ohren gekommen, dass ihr vor nicht allzu langer Zeit ebenfalls eine Bürgschaft aufgenommen habt für einen dieser Gäste. Das ist euch zu Ohren gekommen. Tatsache. Er streicht mit einem Strigelus über seine Haut, um Schweiß und Öl abzustreifen. Ja, das habe ich tatsächlich. Wieso? Ach, wie kam es denn dazu? Kennt ihr diesen Gallier, oder? Er war verloren wie ein Lämmchen, das von der Herde weggelaufen ist. Ich habe ihn angesprochen. Ihr wisst, ich spreche ein paar Worte von dem, was die Vindelica so als Sprache bezeichnen. Und habe ihm meine Dienste angeboten, ihm zu helfen. Und das hat er so gerne in Anspruch genommen. Ein furchteinflößender Krieger gewesen, hat man mir gesagt. Habt ihr da keine Angst? Nein. Nein, ein furchterflößender Krieger, der gerade mal, naja, er hätte sich sicherlich in den Legionen schon einschreiben können, wäre er Römer gewesen seit 2 Jahren, so wäre meine Schätzung, aber verloren hier. Ich meine, das erste Mal, dass er eine wirkliche Stadt sieht von dieser Art, der war eingeschüchtert. Er hat versucht, es sich nicht anmerken zu lassen, aber der war eingeschüchtert. Für Bürger Roms wie uns ist es manchmal schwer, sich in diese Fremden hineinzuversetzen, die nicht in dieser Kultur aufgewachsen sind. Wie muss das für sie wirken? Wir wirken fast wie Götter für sie wahrscheinlich. Ich war auf jeden Fall großzügig wie die Götter, sicherlich, als ich mich seiner angenommen habe. Ja, so gehört es sich auch. Ich glaube, ihr wisst gar nicht, mit wem ihr da zu tun hattet. Anscheinend ist er ein ziemlich wichtiger Gallier. Jetzt hört euch da auf, lehnt sich ein bisschen vor, wedelt den Dampf zwischen euch etwas dünner. Und senkt auch die Stimme, sodass es, dass vielleicht nicht alle hier es mithören. Wie wichtig. Nun, dieser Valio ist extra aus seinem Wald hierher gekommen, um nach ihm zu suchen. Es geht da anscheinend... Ach, nein, das glaube ich nicht. Scheint eher ein Einzelgänger zu sein, aber es geht da anscheinend um irgendwelche Erbnachfolgesysteme, Sohn eines wichtigen Häuptlingsanführers. Ja, aber wie sah denn dann der Abschied aus? Hat er die Stadt schon wieder verlassen? Oh, ja. Er ist, ich habe ihm geholfen, seinem Schicksal zu folgen. Und ihm Weisung gegeben und ein wenig Geld und andere Dinge und ihn an Bekannte weitergeleitet. Kämpfen wollte er, der junge Mann. Kämpfen. Sein Schicksal, wie sieht sein Schicksal denn aus? Das Dörfchen, aus dem er kam, so ein Wall-Oppidum, das irgendwo da draußen in der Wildnis liegt, direkt neben den Germanen, das war ihm zu klein. Ihr wisst ja, wie hitzköpfige junge Männer sind. Und die Kämpfe dort, die waren ihm nicht ehrenhaft genug. Er hat was anderes gesucht. Er wusste, dass das Römische Reich immer Krieger braucht und dass es immer Kämpfer suchen wird. Und dann habe ich ihn an jemanden vermittelt, der ihm helfen würde, eine Anstellung zu finden. Diese Reitereinheit im Norden, ja. Sie lagert südlich von der Stadt aktuell, glaube ich. Sie wird nach natürlich Norden weiterziehen, ja, sicher. Ja, das habe ich getan. Und an wen habt ihr ihn da verwiesen? Gibt es da irgendeinen Ansprechpartner?
einen Lucius. Gut, und dorthin ist er dann vor ungefähr einer Woche mit seinem Pferd hinaufgebrochen. Ja, genau. Gut, naja, wenn er für uns kämpfen will, warum nicht? Ehre wird er dort bestimmt finden. Es sei denn, sie haben ihn abgewiesen, aber man weiß ja nicht, wie das läuft. Ich habe auf jeden Fall meinen Teil getan und mich bemüht, nach allen Mitteln ihm zur Hilfe zu sein. Ich habe auch nichts dafür verlangt. Sagt das eurem barbaren Fürsten, der hier vorbeikommt, um nach ihm zu sehen. Ja. Eine Frage noch. Und ja? dieser Fremde, dieser Gallier, ja. Wollte der seine Hose nicht ausziehen? Solche Gespräche haben wir nicht geführt, guter Mann. Oh, ach so. Weil anscheinend gibt es irgendeine bestimmte Verbindung zwischen Gallier und ihren Hosen. Ihr verwechselt das, was ist die griechische Reiterei. Nein. Ich meine, okay, ist eine merkwürdige Kultur. Ja. Aber die Gallier? Faszinierend trotzdem. Aber, Julius, ich überlege vielleicht, das Zentrum meines Wirkens und dergleichen südlich der Alpen zu verlegen. Also, ihr seid sicherlich doch auch daran interessiert, vielleicht diese kalte Provinz wieder zu verlassen. Bei der ersten Gelegenheit, das sage ich euch direkt. Nun, wir werden wahrscheinlich heute noch aufbrechen Richtung Süden zu dieser Kohorte, zu diesen Reitern. Mal sehen, was man dort machen kann. Ich verstehe. Gut, dann will ich dich auch nicht auf Wetter aufhalten. Gut, dann suche ich nochmal meinen verlorenen Zögling und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und gutes Schwitzen. Der verlorene Zögling wird gerade im Heißwasserbecken angesprochen von einem der Bediensteten. Entschuldigung, die anderen Gäste wünschen, dass ihr vielleicht langsam das Wasser verlasst oder eure Hose ablegt. Bitte. Hilario übersetzt das auch. Ich warte auf den, der da im Nebel verschwunden ist. Euer Patron ist im Dampfbad. Gut. Aber in dem Moment kommt auch Iulus Burinus schwitzend wieder aus dem Dampfbad heraus. Okay, ich springe aus dem Wasser. Götter, ihr lebt! Ja, ich lebe und wie? Das Dampfbad lässt alle Säfte fröhlich wallen. Das kann ich dazu nur sagen. Habt ihr einiges verpasst? Habt ihr unseren Mann gefunden dort? Ich habe ihn gefunden, ja. Und ich denke, ich weiß jetzt, was mit eurem Prinzen los ist. Gut, dann lasst uns hier verschwinden. Dieser Ort ist irgendwie doch kein guter. Ein beherztes Auswringen der Hose später. Genau, stehen wir vor den Toren. Ist doch so, jetzt erzählt, was habt ihr in Erfahrung gebracht? Sind denn die Damen in der Nähe? Ja, ihr seht auch eine andere Gruppe von Damen, die sich leise untereinander unterhält und immer wieder Blicke rüber zu Lunea wirft. Ja, also ich würde mich abtrocknen alles und so und dann da auch aufschließen zu denen. Also kommen die beiden jetzt zu uns oder sind die schon bei uns? Die kommen jetzt gerade zu euch. Ah, okay. Ja. Julius, wie war euer Besuch? Herrlich. Wie hat es euch gefallen? Wie neugeboren. Aber unser Valio hat sich noch etwas schwer getan. Also er ist noch nicht ganz Valius geworden. Oh. Also das heiße Wasser war großartig, aber dann ein Höllenqualm, ein Nebel im Gebäude, das ist Spuk und Zauberei. Hat es gebrannt? Ich weiß es nicht. Lunea, habt ihr schon was gesehen? Ich hatte... Was sind das für Götter, die hier hausen? Oh, oder meint er das Dampfbad? Ja, das Dampfbad. Das Dampfbad, natürlich. Alle nicken leise. Hilario im Hintergrund nickt auch leise. Ja, ich war ja schon mal in der Therme, oder? Ja. Und früher, ja. Ja, du kennst auch das Dampfbad. Eigentlich sehr angenehm, tatsächlich. Ich mag das Dampfbad. Nur wenn man rauskommt, sind die Haare so kraus. Und habt ihr Martialius gesehen? Ja, den habe ich im Dampfbad gesehen. Im Dampfbad? Das ist aber ein intimer Moment. Ach, das ist ganz normal. Dort kann man sich gut unterhalten. Nun, er hat bestätigt, was ich mir schon gedacht habe. Unser verlorener
Vedimus ist aufgebrochen Richtung Süden, um dort sich den Reitertruppen anzuschließen. Er Ach, was? Wurde dort an einen Lucius verwiesen. Und anscheinend kommt er aus Velopidum, Velodipum, sowas? Das hat weder Valio noch Lodia irgendetwas. Das muss ein komischer römischer Begriff sein. Das ergibt gar keinen Sinn. Gut, aber das ist eine gute Nachricht. Dann ist er noch nicht allzu weit entfernt. Im Gegenteil, vielleicht hier nur eine halbe Stunde. Er ist vor 7 Tagen aufgebrochen mit seinem Pferd dorthin. Ja, aber das Lager soll ja hier sein. Das stimmt. So wie ich es verstanden habe, kommt es uns entgegen. Und er meinte, er will sich dort dem ehrenhaften Kampf anschließen, was ich natürlich begrüße. Also ja, ich weiß nicht, ob ihr ihn da so leicht rausziehen könnt, wie ihr hofft. Ja, natürlich. Das sind doch Spinnereien von diesem Jungen. Ehrenhaft wird er bei uns kämpfen. An der Spitze unseres Clans. Ja, lasst ihn uns erstmal finden und dann schauen wir, für wen er kämpft. Ihr könnt ja beide dann nochmal Überzeugungsarbeit leisten. Ich bin sehr gespannt. Aber dann sollten wir vielleicht möglichst schnell dorthin aufbrechen. Und erstaunlich, Julius, du lagst von Anfang an richtig. Wir hätten einfach direkt zu den Auxiliartruppen gehen können, ne? Hilari seufzt im Hintergrund. Das heißt, ich hole die Pferde? Hol gerne die Pferde, danke. Ich kenne mich hier einfach aus. Das ist von Römer zu Römer, das ist... Okay, dann machen wir uns bereit und holen deine Waffen erstmal ab, ne? Und also ganz kurz wieder zu mir nach Hause, damit ich mein Täfelchen dann, also sage ich denen natürlich nicht, aber ich erinnere mich, ich nehme mein Täfelchen mit, die nehmen ihre Waffen mit und bevor wir losgehen, gucke ich nochmal Lunea an. Lunea, was ist das für eine Gruppe von Frauen, die dich die ganze Zeit angucken? Sollten wir die nochmal anquatschen oder möchtest du lieber einfach möglichst schnell weg? Ich denke, wir sollten gehen, bevor ich noch weitere Zweige brechen oder Vogelflüge deuten muss. Na gut, dann gehen wir lieber ein paar Knochen brechen. Und ich würde sagen, damit würde ich das Ganze heute erst einmal beenden, das Spiel. Ah! Und dann geht es nächstes Mal weiter, wenn ihr zum Feldlager der... Gut, gut. Alla Secunda Flavia Miliaria Pia Fidelis Alexandriana aufbrecht. Die Römer und ihre vielen, 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 vielen Namen. So, ich sehe auch, dass unsere SpezialistInnen schon angeklopft haben und jetzt gleich dazukommen können. Ich schalte ganz kurz nochmal in den Wartebildschirm, damit ich alles einrichten kann. Und in einer Minute sehen wir uns dann zur Nachbesprechung mit Experten. Bye. So, ich muss die jetzt reinlassen und Dinge neu zuschneiden. Oh Gott, ja. Das war... Nicht ganz einfach. Okay, so, ich muss uns gerade eben alle wieder an die richtige Stelle schieben. Das dauert eine Sekunde. Naja, ein bisschen mehr als eine Sekunde. Oh, die Entschuldigung. Okay, da sind wir wieder. Es ging tatsächlich schnell. Ich hoffe, ihr hört uns alle und könnt uns auch alle sehen. Und wir haben uns vermehrt. Es sind mehr Leute geworden. Es sind Stefan, Sophia, Lisa und Florin, die noch da. Aber wer neu dazugekommen sind, sind Doktorin Maike Sieler und Dr. Johannes Schiessel. Und ihr seid beide aus Campodunum oder Kempten, besser gesagt. Straight outta Kempten. Ja.
Korrekt, genau. Wir haben jetzt hier im Hintergrund schon alles begleitet, waren erstaunt über die vielen Fragen, die im Chat auch gestellt wurden, haben fleißig unser Wissen dazu preisgegeben, haben noch frenetisch recherchiert, wenn dann Fragen kamen, die wir nicht aus dem Gedächtnis heraus beantworten Und es konnten. waren spannende Fragen dabei. Ja, auf jeden Fall. Unglaublich intensiv, wie alle Ja. eingestiegen sind, weil die Zuschauer und Zuhörer eingestiegen Genau. sind. Super. Ja, erstmal großes Lob natürlich auch Ja. an die Spielleiterin und die SpielerInnen, die ganz groß sich auch im Vorfeld schon eher eingefunden, eingetaucht sind in die Welt. Genau, also mir ganz spannend war natürlich die Frage, die jetzt viele bewegt in unserer Gegenwart, die Rolle und Stellung der Frau. Wir haben es kurz angerissen im Chat. Ja, es ist leider so, im Römischen Reich und auch in der keltischen Welt, soweit wir es wissen, ist es halt die stark patriarchalisch geprägte Gesellschaft. Also die Frau kann in gewissen Bereichen Eigenständigkeit erlangen, so wie Erin hier, die das Geschäft ihres Mannes geerbt hat als Witwe. Aber das sind dann schon die Ausnahmen, die wir kennen. Und ansonsten. Sind Frauen eigentlich der Besitz ihres Vaters oder dann später ihres Ehemannes im Normalfall? Es gibt eben immer wieder Ausnahmegestalten. Es gibt auch archäologisch immer wieder Nachweise, wo Frauen Grabbeigaben haben, die ihnen auch einen eindeutigen Beruf zuweisen. Und das sind aber eben die Ausnahmen, muss man sagen, die Ausnahmen von der Regel. Und tatsächlich ist also die Rolle in der Frau in der Antike eine, die wir uns so heute nicht mehr wünschen. Genau. Das war eine ganz spannende Frage, weil es wirklich auch ist, wo man leider sagen muss, ja, auch wenn man diese Einzelperson hat, es ist leider ein sehr starres Bild, was sich in der Antike gebildet hat und erst über Jahre dann, also es dauert bis heute noch an, bis sich das jetzt hier nach und nach verändert. Eine andere Frage, weil die ganz am Anfang war, was ist denn von Cambodunum überhaupt noch erhalten? Ja. Das könnt ihr am besten beantworten, weil ihr es Genau. teilweise unter Dach habt, ja, unter Glasdach. Genau, unter einem Glasdach zum Teil. Wir haben eben die Thermen des Statthalterpalastes, in denen er dann auch unterwegs war. Du warst ja immer in den großen öffentlichen, Genau, sie waren in den öffentlichen. da durfte er ja gar nicht rein. Und unseren Ganronischen Tempelbezirk, wo wir eben die keltischen und römischen Gottheiten verehren, den kann man natürlich auch heute noch besuchen. Die ganze Forums, das Areal, Statthalterpalast, öffentliche Bauten sind noch unter der Wiese, wieder heute ist Parkgelände außen erhalten. Aber ein ganz großer Teil der Wohnbebauung, also auch die Insulae, an denen ihr vorbeigeritten seid, die sind heute überbaut von moderner Wohnbebauung, leider Gottes. Ne? Oder von Kiesgruben abgegraben. Das ist ja der andere große Verlust, den wir in Kempten an römischer Bausubstanz haben durch Kiesgruben. Genau, aber immer noch, also ein Drittel, gut ein Drittel ist unüberbaut Ja, bis in die heutige genau. Zeit. Also anders als zum Beispiel in die Städte Trier, Augsburg, Köln, wo die ganzen, oder Mainz, wo die ganzen römischen Überreste natürlich weit unter der Erde liegen oder unter der heutigen Bebauung, ist es bei uns wirklich nur ein Spatenstich entfernt und wir können in die Antike einsteigen. Und das ist auch die Hauptquelle, woher wir das Wissen beziehen. Also leider die vielen Schriftquellen zu Cambodunum gibt es nicht, Ein außer paar Inschriften, ein ein paar paar wenige Inschriften. und ein Meilenstein immerhin. Ja, und ein Fluchtäfelchen, Ganz genau. genau. Ausgleich natürlich. Ausgleich, genau. Ja. Das gibt es, wo sich eine Person, die wir nicht kennen, wir wissen nicht, ob Mann oder Frau, aber auch an die Göttinnen der Unterwelt wendet, um jemanden zu verfluchen. Genau. Finde ich sehr sympathisch. Tatsächlich, oder wird ein Quartus verflucht, er möge verstummen, die Göttinnen in der Unterwelt mögen ihn zum Verstummen bringen. Also ob das jetzt ein Prozessgegner unseres Verfluchenden war oder einfach ein Nachbar, der vielleicht irgendwie über ihn gelästert hat, das wissen wir nicht. Aber dieses Fluchtäfelchen war auch eingemauert an dem Haus desjenigen, der verflucht wurde. Man hat nämlich versucht, diese Fluchtäfelchen immer in der Nähe desjenigen sozusagen anzubringen, damit sie möglichst gut wirken. Es ist erstens nochmal auch vielen Dank für das kontinuierliche Recherchieren. Ich habe gesehen, wie im Chat immer regelmäßig Fragen beantwortet wurden. Es gab zum Beispiel sehr viel Diskussion dazu, sollen Thermen nicht kostenlos sein? Ja. Alles hin und her und dergleichen. Und ich schaue auch noch weiter in den Chat, was für Fragen kommen. Aber haben unsere Mitspielenden vielleicht auch Fragen? Speziell zu dem auch, was heute passiert ist, während ich mir gerade notiere, was noch alles kommt.
Die Fluchtäfelchen wurden ja schon erwähnt gerade. Ja, die gab es tatsächlich. Oder wenn es anders ist. Das so richtig umgangssprachliche Begriffe im Lateinischen. Oh, ja, also was würde man sagen statt okay oder cool? Ja, das ist jetzt gerade die Sache. Wir sind ja nur Archäologen. Also ja. Archivisten. Wir würden so gerne genau. Da bräuchten wir jetzt tatsächlich den Latinisten, der uns das hier im flüssigen Vulgärlatein rüberbringen könnte. Aber ein Wale geht immer sozusagen. Okay. Und hätte man so ein Fluchtäfelchen, wurde das manchmal auch in den Brunnen von Leuten geworfen? Weil so eine Bleivergiftung ist ja auch was Spannendes. Ja, dafür reicht es für Blei normalerweise nicht. Es gab auch vorhin mal im Chat dieses Thema mit den Wasserleitungen aus Blei. Das ist ja auch mal so eine These, die mal wieder durch die Literatur schwirrt, dass die Römer sich quasi ihren Untergang des Reiches durch die Bleirohre beschert hätten. Aber weit gefehlt, die waren immer ganz schnell so mit Kalk zugesetzt, dass es eigentlich überhaupt nicht giftig war. Und das ist auch ganz klar, dass die Römer immer kalkhaltiges Wasser gesucht haben. Das kalkhaltige Wasser galt immer als das gesunde Wasser auch bei den Römern. Also die Bleileitungen waren nicht so schlimm. Bleiweiß als Schminke war da gefährlicher. Ja. Ah, okay. Ich überlege nur, wie ich Titus noch besonders gut nächste Folge. Ja. Gut. Oh, es gibt eine Frage aus dem Chat zu den Villae Rusticae, dass der Begriff gefallen ist. Und die User im Chat sagt auch, bei Bad Grönbach wurde letztes Jahr ein solches Gebäude gefunden. Wo kann man mehrere Informationen über Villae Rusticae finden? Gibt es da Möglichkeiten? Kann man sich die irgendwo anschauen? Also dazu in Kempen, in Campodunum, ihr verwaltet ja den archäologischen Park dort, wo man sich die Sachen anschauen kann. Gibt es sowas Ähnliches eben auch für die Landhäuser, die Landvillen? Also immer wieder und gerade auch in der Nähe, also relativ nahe Kohlhunden zum Beispiel, ist eine Villa Rustica, die man in Teilen besichtigen kann. Das ist ganz wunderbar. Ansonsten bei Schwangau ganz toll. Ja, kann man auch. Also kann man nicht nur die Königsschlösser besichtigen, sondern gibt es auch eine ganz, ganz tolle Badeanlage aus der römischen Zeit mit ganz vielen Wattmalereien. Unglaublich schön. Ne? Mhm. Genau, und ansonsten zu den Villae Rusticae gibt es natürlich auch einschlägige Literatur. Ein guter Einstieg, wer sich jetzt hier im süddeutschen Raum bewegt, sind vielleicht die Römer in Bayern oder die Römer in Baden-Württemberg, um nochmal den Einstieg zu bekommen. Also auch die Villa Rustica, das ist jetzt nicht die Villa zum mondänen drin leben, sondern das ist tatsächlich ein moderner Begriff für ein Landgut, wo eben Landwirtschaft betrieben wird, mit Nebengebäuden und Viehzucht und Ackerbau, genau, wo eigentlich alles stattfindet. Daneben gab es durchaus auch die repräsentativen Landsitze, die auch Villen waren, der Oberschicht sozusagen, dieses Ideal des Römers, das Leben auf dem Land eigentlich als mit Gutsbesitz eigentlich als das Ideal des Daseins betrachtet und das Stadtleben eigentlich immer nur ungern in Kauf nimmt, so zumindest. Ist der Nimbus. Und das Hauptsächliche, was wir aber haben, sind wirklich diese Gutshöfe in der Umgebung von Campodunum. Also repräsentative, kaiserliche oder Oberschichtsvillen haben wir bisher keine Nachweise. Da, die Leute da mussten alle arbeiten tatsächlich. Ja, also, genau. Und nicht nur so tun, als würden sie arbeiten auf dem Land, ganz romantisch. Es gibt auch Fragen zu, wer dann in so einer Stadt gewohnt hat. Also ich finde mit das Spannendste auch immer die Frage ist, woher weiß man sowas überhaupt? Und gerade ihr dann als Archäologin, wie ist das, kann man denn daraus schließen, wer in Campodunum gelebt hat, was für Leute? Wann konnte man da nur als tatsächlich römischer Bürger leben oder haben sich da andere Leute angesiedelt? Kann man da Schlüsse draus ziehen? Wir haben als wunderbare Quelle die Grabfunde. Die sind immer eine ganz großartige Möglichkeit, um letztlich über das soziale Gefüge, die Herkunft, die Tradition und auch die Tracht in vielen Fällen der Leute etwas herauszufinden und damit sagen zu können, auch über deren Herkunft, über deren Prägung, über deren soziale Stellung und auch zum Beispiel, ob sie eben vielleicht wie einer unserer Spieler hier als klassischer Stadtrömer nach Campodunum gekommen sind und dort verstorben sind, weil so ein klassischer Stadtrömer, der würde sich dann wirklich nur mit einer Münze und vielleicht ein bisschen Trinkgeschirr und ein Öllämpchen bestatten lassen, während so unsere
aus dem Westen kommenden keltischen Einwohner von Kambodunum, die wir schon in den ersten Jahren der Besiedlung dort fassen können, die lassen sich mit relativ viel Gerät und eben auch mit Schmuck und Zwiebeln, genau. Und ansonsten war es eine Siedlung, die mit Handwerkern und Händlern, vor allem von Handwerkern und Händlern geprägt war. Da braucht es auch nicht zwingend ein römisches Bürgerrecht. Also es gibt auch Verträge, die man als Nichtbürger schließen kann. Aber für bestimmte Dinge, wie zum Beispiel aktives Wahlrecht etc., muss man ganz klar das römische Bürgerrecht besitzen. Oder Eintritt in die Legion. Auch das, die Bürgertruppen. Genau, da muss man römischer Bürger sein. Oder man dient seine 25 Jahre in den Auxiliartruppen und ist danach, wenn man es überlebt hat, römischer Bürger. Und alle Nachkommen dann auch. Genau, und alle Nachkommen auch. Dann hat man es für die Familie erworben. Ja. Darf ich da kurz eine Nachfrage stellen? Ja. Ich habe Unterschiedliches gelesen für diese Region. Einmal habe ich gelesen, dass alle Kelten der Region Bürger wurden. Zum anderen habe ich gelesen, dass nur die adligen Kelten das Bürgerrecht hatten. Was stimmt? Oder? Also die adligen oder die hochrangigen Kelten werden wahrscheinlich sehr früh Bürgerrecht bekommen haben, weil man das, die Elite möchte man einbinden als römischer Staat. Und dann gibt es 212 nach Christus die Constitutio Antoniniana. Da wird quasi das römische Bürgerrecht an jeden Mann im römischen Imperium verliehen. Das ist aber erst eben 100 Jahre nach dem Setting, in dem wir jetzt uns bewegen. Aktuell dürfen sie noch nicht alle mitspielen. Genau, richtig. Genau. Aktuell sind noch nicht alle römische Bürger. Ja. Aber es gibt eben eine große Welle, gerade unter Kaiser Vespasian, also ungefähr 30 Jahre bevor wir uns jetzt hier bewegen, gibt es schon eine große Welle, wo verdiente Kelten oder Soldaten nochmal ein Bürgerrecht bekommen. Daher kommt dann das Flavius, der Titus, genau diese ganzen Namensbeisätze. Bis in den Senat können die, glaube ich, haben es dann auch relativ früh. Genau, aus den Provinzen auch in den Senat geschafft. Ja, aber die meisten bleiben dann als römischer Bürger auch in der Stadt und in der Region, wo sie herkommen. Wir sind jetzt in unserem Spiel in einer Zeit, wo auch die Kaiser erstmals nicht mehr unbedingt aus Stadtrom kommen, sondern eben auch aus Familien, die eigentlich aus der schnöden Provinz, wie zum Beispiel Spanien, kommen und es aber eben dann bis auf den Kaiserthron schaffen. Und das ist eben auch eine Entwicklung, die in dieser Zeit beginnt und sich dann immer mehr verstärkt und fortsetzt. Trajan ist, glaube ich, der ist in einer Stadt namens Italica geboren und ich glaube, das ist heutiges Spanien. Also das ist, glaube ich, tatsächlich der Erste, der nicht. Ich habe mir einen Kaiser gemacht. Ich bin völlig fasziniert, was du alles an Wissen da mit einbringst. Das ist irre. Ich habe ein abgebrochenes Studium. Ich wäre beinahe Archäologin geworden im Nebenfach. Das war hilfreich, gebe ich offen zu, für die Vorbereitung hier. Das hat mir noch einige Zeit gespart. Es gibt die Frage im Chat, gab es in Kempten damals schon eine christliche Gemeinde? Ich glaube, das kann ich schon direkt mit, das ist sehr höchst unwahrscheinlich beantworten, aber ihr habt auf jeden Fall Funde, wo ihr sagen könnt, welche Gottheiten verehrt wurden oder wie religiöses Leben aussah in Kambodunum. Also vielleicht nochmal zum Einstieg. Tatsächlich Belege für das Christentum in Kambodunum gibt es überhaupt keine. Und es wäre eben auch, wie du schon gesagt hast, mal ganz unwahrscheinlich, dass überhaupt vor dem späten 4. Jahrhundert Christen überhaupt in Kambodunum gewesen wären, viel später sogar eigentlich noch. Und wir haben gar keinen Nachweis, also für Kempten, weder für das spätantike Kambidanum noch für unsere Römerstadt Kambodunum, die bis Mitte des 3. Jahrhunderts besiedelt war. Aber eben die Gottheiten, die wir nachweisen können. Das fängt an eben bei der kapitolinischen Trias, also den drei Staatsgöttern, Jupiter, Optimus, Maximus, Juno, Regina und Minerva, die drei wichtigsten Gottheiten, die am Forumstempel verehrt wurden. Aber das geht eben weiter über alle keltischen Gottheiten wie Epona, auch der Merkur wird bei uns zwar den römischen Namen haben, aber eher die keltischen Eigenschaften angenommen haben. Herkules, ein ganz beliebter, also einer der Lieblingsgötter in den gallischen und germanischen Provinzen. Herkules und Merkur, die waren wirklich ein super Duo mit der Rosmerta zusammen, dann auch gerne dargestellt als Trio, gerade so im keltischen geprägten. Mit wem zusammen? Ich habe Rosmerta verstanden. Ja, ganz richtig, Rosmerta. Mhm. Okay, das muss mir erklärt werden. Das klingt, Rosmerta klingt wie eine Oma, die bäckt. Ja,
Genau, also eben tatsächlich als Begleiter des Merkur, gerade auch in der Frühzeit, eben sehr, sehr bekannt und insgesamt in den ganzen. Okay. Ja. Genau, also quasi das Pendant von Juno zu Jupiter ist Rosmerta zu Merkur, okay. Also eine Frau, genau, oder die Gattin. Ja, also zu deren Eigenschaften wissen wir wenig, aber es ist sie wird dargestellt in der Form, dass eben tatsächlich Juno. Also Hüterin der Frauen, der Stadt, Fruchtbarkeit etc. dann auch gewesen sein dürfte. Okay, Rosmerta. Ja, ja. Hätte ich noch nie gehört, wieder was gelernt. Wohingegen wir aber keinen Tempel haben für die Göttinnen des Schweigens, die auf den Fluchtäfelchen erwähnt werden. Denn Götter der Unterwelt haben selten Tempel, die man aufsuchen kann. An die wendet man sich eher im Privaten, wenn man jemanden verflucht. Die durften auch gar nicht in offiziellen Tempeln werden, sondern ging man dann auch abseits des eigentlichen und hat sich da entsprechend schamhaft versteckt dabei bei der Verehrung dieser. Genau. War eigentlich auch verboten. Das gibt's noch. Mir ist eine Frage zu der Tempelszene gerade eingefallen. Und zwar kam unsere Heldin, ich habe meinen Kopfhörer rausgerissen. Egal, unsere Heldinnen und Helden kamen ja da an und wollten ein Opfer da bringen. Und dann wurden sie gefragt, so für welche Götter, also für quasi für welchen Religionsbereich sie denn sich entscheiden wollen. Was ich nicht verstanden habe, gab es dann so Priester, die quasi in beiden Bereichen gebildet waren, sodass ich sagen konnte, möchte ich eher für eine römische Gottheit irgendwie was opfern und heute für eine keltische irgendwie, und die waren in beiden Sachen gebildet, oder war es dann so, zu den keltischen Gottheiten geht das nach rechts? Die Götter, die wir in unserem Tempelbezirk verehrt finden, sind schon in der romanisierten Version verehrt. Also dieser Tempelbezirk in Kempten ist eine gallisch-römische Mischung letztlich, die schon ganz klar romanisiert ist und wo diese Unterscheidung zwischen, das ist ein rein keltischer Gott oder ein rein römischer Gott, gar nicht getroffen wird, Bereich der Glaubensausübung. Also von daher kann man das gar nicht mehr so trennen. Und ja, das ist dann also eine eigene Provinzkultur auch des Glaubens und des Umgangs mit den Gottheiten, über die wir leider auch schriftlich in Schriftquellen nichts wissen. Na, da gibt es eben viele, viele Quellen aus Stadt Rom oder auch aus den nordafrikanischen Städten. Bei uns ist es gerade eben für diesen Bereich der gallorömischen Tempelbezirke, die ja so spannend sind, in unseren Breiten, leider bisher keinem gelungen, eine Schriftquelle zu finden, eine Antike dazu. Das war einfach nicht wichtig genug für die antiken Autoren. Okay. Warte, Kultbereich. Ja. Danke. Dass man sich immer darauf verlassen muss, dass irgendjemand das Ganze auch noch aufgeschrieben hat. Und bei den Kelten hat dann uns keiner getan. Das ist unzuverlässige Bande. Es gab eine Frage, weil es unter anderem auch darum auch ging, dass Kämpfen zur Unterhaltung existiert hat. Gladiatoren gab es. Dass es in der Provinz keine solchen Schaukämpfe gab. Ich muss zugeben, dass ich das auch nur so... Ich war mir nicht sicher. Aber wie sieht es denn mit Unterhaltung, Kultur, Arenen und Theater aus? Also die Schaukämpfe, Gladiatorenkämpfe oder Tierhatzen, die sind belegt auch für die Provinzen. Mhm. Wir kennen auch vom Niederrhein, also aus Köln, den Weihstein eines Ursarius. Das ist ein Soldat, dessen Hauptbeschäftigung ist es, in die rechtsrheinischen Provinzen, in die rechtsrheinischen Gebiete zu gehen und dort einen Bären zu fangen, die dann in den Arenen links des Rheins bei Tierhatzen eingesetzt werden. Harter Job, sag ich mal. Ja, aber er muss sehr erfolgreich gewesen sein. Ich glaube, er dankt für 35 gefangene Bären. In einer Saison. Und oft war es auch so, dass die Soldaten tatsächlich auch Gladiatur betrieben haben, im Nebenjob sozusagen, wenn sie in bestimmten Standorten in Ruhephasen waren. Es findet sich auch immer wieder, nämlich Gladiatoren, Helmteile, also ganz typisch sind für bestimmte Waffengattungen oder Kampfgattungen in der Gladiatur, in Militärlagern. Und auch Amphitheater sind natürlich ganz häufig bei Militärlagern gefunden, auch in unserer Provinz Rätien. Genau, auch die nicht blutigen Unterhaltungen gibt es in Bregenz, ist jetzt vor kurzem Theater nachgewiesen worden. Also ein szenisches Theater, genau, für die klassische antike Tragikomödie sozusagen. Und das gibt es aber auch in Bern, in Basel, also in Augusta Raurica gibt es das auch in Stein ausgebaut, auch zu besichtigen noch. Aber in Kempten hat man, glaube ich, noch nichts gefunden, ne? Dergleichen? Nein, haben wir kein Theater gefunden. Das kann
gut sein, dass es zum Beispiel in Holzerdetechnik errichtet war und vielleicht schon überbaut wurde. Und die Theater in den römischen Städten in unserer Region sind auch typischerweise erst so, entstehen erst so um die Zeit, in der unser Spiel jetzt gerade stattfindet. Also das ist nicht eines der ersten Monumente oder nicht eine der ersten infrastrukturellen Einrichtungen einer römischen Stadt, sondern da gibt es eben auch so einen richtigen Schub um die Wende vom 1. zum 2. Jahrhundert. Da werden die oft gebaut und liegen dann oft auch eben eher an den Rändern der römischen Siedlungen oder der römischen Städte, weil der Kern schon besiedelt ist sozusagen. Okay. Wo gibt es solche Amphitheater in Raetia? Oh, Dambach ist... In Dambach, genau, am Limes. Es gibt eins bei Künzing. Mhm. Es ist quasi nur aus Holz gebaut. Es ist nie in Stein gesetzt worden, sondern nur mit Holzpfählen und hölzernen Tribünen ausgeführt worden. Das Künzinger kann man auch ganz schön im Gelände nachvollziehen. Das ist letztlich auch heute in einem offenen archäologischen Park ganz gut visualisiert über so ein paar Metall. Streben. Genau, und da, wo wir es wissen oder in Rätseln kennen, ist meistens zu Militärlagern und die nutzen das natürlich auch für Truppenübungen, sei es für Reiterspiele, sei es für Aufmarsch, für Kampf, Mann gegen Mann im quasi abgegrenzten Bereich. Also es ist multifunktional, also genau. Wie die Mehrfachturnhalle heute. So wie eben auch unser Forum ebenfalls multifunktional war. Es gibt auch immer wieder Beispiele, also auch aus den Schriftquellen, dass Städte, die also im italienischen Raum, wie Pompeji zum Beispiel, bevor es dort ein Theater gab, dass tatsächlich auf dem Forum auch Spiele und Theater stattgefunden haben. Ein schickes Forum hatte Campodunum auf jeden Fall. Und den hatten wir gar nicht bespielt bisher, der hat keine Rolle gespielt, den großen Bereich für den Kaiserkult, der sich an das Forum anschließt, aber... Das ist wahrscheinlich nur für Julius Spurinus, wenn dann interessant, der Kaiserkult. Oh ja. Da wird geopfert. Ja, auch für die Kelten ist der wichtig, weil einmal im Jahr müssen dort alle stimmberechtigten Männer zusammenkommen und ihren Treueeid auf das Kaiserhaus und die Stadt Rom leisten. Und auch ihnen werden die Steuerabgaben für das kommende Jahr mitgeteilt. Also dieser Platz ist nicht nur für die Römer wichtig, sondern das ist so das, was in den Provinzen eingeführt wird. Jeder darf glauben, was er möchte. Das ist dem Staat Rom relativ egal. Aber dieses eine Mal im Jahr hat jeder zu erscheinen und seine Treue einzuleisten. Gut, dass wir noch jenseits des Limes wohnen. Das ist, genau. Das ist auch, wenn ich das richtig im Kopf habe, gerade passiert, weil es traditionellerweise im August wäre, also dem Monat, der halt eben auch nach Augustus benannt ist. Und der hat es ja auch geschafft, genauso wie Kaiser, dass sein Name ein Titel geworden ist. Also wenn wir... Das ist auch so eine Sache, wenn wir da vom Kaiser Roms sprechen, sprechen wir vom Princeps, also dem höchsten Mann im Staat. Und der ist eigentlich vom Titel her eher ein Augustus. Aber das klingt weniger edel als der Kaiser tatsächlich. Irgendwie. Für uns deutsche Ohren. Mein Deutsch ist auch langsam tot heute. Es war ein heißer und ein langer Tag. Es gab noch eine Frage nach... Moment, gerade kurz. Ah, hat ein bisschen gestottert, der Stream. Aber jetzt hat er sich wieder gefangen. Es gab auch die Frage, Wagenrennen in Provinzen, ob irgendwie sowas nachweisbar ist. Und dann habe ich gleich noch ein paar Fragen, falls der Chat keine mehr hat. Also Wagenrennen in den Nordwestprovinzen, also in unseren Bereichen. Ich kenne keinen Zirkus, aber in den östlichen Provinzen, also im östlichen Mittelmeerraum, im antiken Griechenland, da gibt es auch, oder in Nordafrika, da gibt es auch Wagenrennbahnen, ja. Da sind wir besonders aus der Spätantike, gibt es dann auch richtige Teams, die unterstützt werden und angefeuert werden, genau. Und das ist dann schon ähnlich eher wie die Formel-1-Rennfahrer, die da ihre Fans haben, die sie unterstützen und auch Merchandise verkaufen und solche Sachen, genau. Gab es wirklich so Merch von seinen Lieblings... Nein! Wie sah Merch im alten Rom aus? Das sind Becher, wo dann Gladiatoren sich mit Namen drauf verewigen. Oder... Die man dann kaufen kann vor dem Spiel. Ja. Dann tatsächlich auch die entsprechenden Fahnen in deren Farbe, die man dann winken kann. Graffiti, die aufgepinselt werden auf den Straßen so. Heute kämpft XY gegen den anderen, unterstützt den.
Da wurde getaggt. Ja, ja, genau. Ja, oder auch eben, genau, die gewissen Redaktoren, die Ritzinschrift, genau. Auch zum Teil in Internen, zum Beispiel welche nachgewiesen, überall, wo dann wirklich die Fans die Namen drunter geschrieben haben, dieser Gladiatoren. Also es ist wunderbar. Hammer. Es gab im Chat noch eine Frage zu Straßen, eine Römerstraße nach Kelmenz und wie man die findet. Und da würde ich einmal ganz kurz sagen, die Sache ist, man findet natürlich auch nur, wo man gräbt. Und das hängt, wie wir eben schon gehört haben, auch damit zusammen, dass manchmal was draufsteht auf den deren Teilen, die man gerne ausgraben würde. Dass das natürlich Geld braucht, das Ganze irgendwie dann anzustoßen. Das ist nicht immer ganz einfach, eine solche Grabung zu organisieren und dann auch zu organisieren, dass das Ganze gut aufbereitet wird. Aber was ich so zum Abschluss fragen wollte, weil ich denke, wir können jetzt langsam dann auch die Leute in den Feierabend entlassen, falls nicht aus dem Chat oder hier von unseren Mitspielenden noch Fragen kommen, ist in Cambodunum, ich sagte, das ist ein Spatenstich quasi unter dem heutigen Horizont. Was findet man noch? Also auf der Basis von welchen Befunden könnt ihr sagen, hier war die Therme, hier war eine Insula. Wie hoch ist der überhaupt noch erhalten und was wurde da tatsächlich ergraben? Typischerweise sind heute noch die Mauerfundamente erhalten, vielleicht so die ersten Lagen noch des ehemals aufgehenden Mauerwerks, das heißt der Mauersteine, die man wirklich noch über dem antiken Boden dann damals als Römer gesehen hat. Böden, wenn wir Glück haben, Laufniveaus, Estrichböden noch, das ist das, was von der Höhe her erhalten ist. Wer mal Lust hat, in den archäologischen Park Cambodunum zu kommen, an einer unserer Stelen im Außenrund, dann sieht man ein Foto, wie der Erhaltungszustand einer Insula, der Insula 1, noch in 1953 war. Da war nämlich eine Mauer noch mannhoch erhalten mit Wandmalerei und ist aber abgerissen worden zugunsten der Neubauten, die da gerade gebaut wurden. Also sehr, sehr tragisch für uns Archäologen, war es dann noch in wirklich sehr junger Vergangenheit wirklich zerstört wurde. Und was wir finden an Fundmaterial, also die mobilen Gegenstände sozusagen des Bodendenkmals, das sind oft Dinge, die Archäologen wühlen ja gerne im Müll. Es war ja, ihr seid ja auch eingangs am Müll vorbeigekommen. Das ist Schutt, der einplaniert wurde oder in Gruben verfüllt wurde. Wenn mal ein Haus abbrennt, der Dachstuhl runterkommt, dann sortiert man zwar danach, wenn man noch kann, die wertvollsten Sachen aus, aber vieles bleibt dann natürlich kleinteilig im Boden und wird dann eben einplaniert, bevor die nächste Bauphase drüber kommt. Und so finden wir eben dann diese Mischung aus hoffentlich datierbarem Fundmaterial und zugehörigen Baustrukturen. Und anhand der Grundrisse kann man eben unheimlich viel erkennen. Ist es ein Wohnbau, eine Insula und Gebäude? Genau. Genau. Oder in irgendeiner Form Funktionsbau. Da machen wir eben über diese Grundrissvergleiche ziehen wir unsere Schlüsse. Okay. Ich würde sagen, für heute, wir haben eine Menge gelernt. Grossmerta ist für mich das Highlight des Tages. Der Name ist einfach so. Das war jetzt kein Name. Und vielen, vielen Dank an alle. Vielen, vielen Dank an Stefan und an Sophia und an Lisa und an Florentin, die sich reingekniet haben und ihre Charaktere zum Leben erweckt haben, mit Hosen ins Bad gegangen sind, die Zukunft vorhergesagt, versucht haben, aus allem Gewinn zu schlagen und vielleicht einen Weg finden, wieder zurück nach Rom zu dürfen. Und wie es damit weitergeht, sehen wir am Dienstag. Wir haben einen Tag Pause, dann geht es am Dienstag weiter, dann wieder Tag Pause und am Donnerstag, dann die dritte und letzte Folge. Und wo es auch schon hieß, wenn man jetzt den archäologischen Park in Kempten besuchen will, sich Cambodunum anschauen, am Dienstag wird es dafür vielleicht auch eine Gelegenheit geben, einen Ausflug dorthin und eine Führung zu gewinnen. Dafür solltet ihr euch schon mal die Seite zu dieser Sendung anschauen beim ARD Alpha. Und dort sind Informationen zu den Charakteren, zu dem, was wir hier machen. Und am Dienstag wird es dort dann auch ein Quiz geben. Das sage ich jetzt schon mal. Das heißt, es lohnt sich, da vielleicht reinzuschauen, wo man gewinnen kann. Eine Reise nach Kempten und eine Führung dort. Und ich schätze mal, dass dann Maike und Johannes oder einer von euch beiden euch dann zeigt, hier, da sieht man die Heizung, die Fußbodenheizung, wegen der das Tepidarium so warm ist und solche Dinge. Und vielen Dank natürlich an Mairi für unsere fantastische Spielleitung, die alles vorbereitet hat, technisch gemacht hat, das Abenteuer geschrieben hat. Unfassbar, vielen Dank. Unglaublich, ja. Recherche, so krass. Ich hatte wieder so viel Spaß, natürlich auch nervös immer bei so einer Sache, dass man irgendwas vergisst und falsch macht, aber allein wieder mich in die römische Kaiserzeit reinzuarbeiten. Es ist eine unglaublich spannende Zeit für Europa.
auch eine Menge Dinge, wie man vielleicht gemerkt hat, für unsere heutige Zeit schon gesetzt wurden, wie zum Beispiel das Fantum und Merchandise für Sportteams. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass man das nachweisen kann, historisch, dass es so etwas gegeben hat. Wie witzig sind Menschen, dass sie sowas schon immer gesammelt haben? Ja, ich bin Fan der Grünen, in dem Fall nicht politischer Partei, sondern des Streitwagenteams des Grünen. Gut, vielen, vielen Dank natürlich auch an unsere Leute vom Bayerischen Rundfunk, die das Ganze angestoßen und möglich gemacht haben. Also die Leute hinter den Kulissen, vielen Dank an Benedikt und Tim und Laura. Ihr wisst, wen ich meine. Vielen Dank selbstverständlich auch an unsere Moderation im Chat. Ihr wart auf Draht und habt Fragen rausgesucht, weitergeleitet, vermittelt und Links reingeworfen. Und wie gesagt, schaut auf der Seite zu der Sendung vorbei. Das sollte hier auch verlinkt werden und sein. Schaut selbstverständlich auch bei unseren Mitspielenden vorbei. Die sind auch ansonsten höchst spannende Personen, die sich mit Geschichten erzählen und Historie beschäftigen und mehrere von ihnen sogar beide. Und am Ende, wir sehen uns am Dienstag wieder hier bei ARD Alpha. Und das Video wird anschließend auch auf einen YouTube-Kanal hochgeladen werden. Das heißt, wer das im Nachhinein noch gucken will, auch die anderen Folgen, das findet ihr dann bei ARD nicht Alpha, sondern... Bitte, ansonsten werft es in den Chat, liebe Moderation. Und das nächste Mal weiß ich es auf jeden Fall. Alpha lernen, jetzt habe ich's. Da werden die Videos auch noch auftauchen. Gut. Also, vielen Dank, Stefan alias Steinwallen, die Historie auch mal wieder gespielt erleben dürfen. Ja, danke auch. Es war großartig. Ich freue mich auf Dienstag. Vielen Dank an Sophia, die total aufgegangen ist in ihrer Rolle. Ich habe es versucht. Traurige Witwe, die alles vermarktet. Ja, vielen Dank, dass ich die traurige Witwe sein durfte. Und vielen, vielen Dank an Lisa, die ihr Geschichten erzählen, auch im Rollenspiel gerne mal vor der Kamera auslebt. Ansonsten. So schön. Ansonsten, sie schreibt Romane. Hier könnt sie finden. Und zu guter Letzt vielen Dank an den Florentin, der auch wieder mit dabei war, dem letztes Mal den freundlichen Beppo gespielt hat, jetzt als trauriger Aeolus. Ja, schön. Bis Dienstag. Bis Dienstag, ihr Lieben. Macht's gut. Wir machen hier Feierabend. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao. Schönen Abend.